irgendwie meldet sich ständig OBS. OBS. So. Machen wir da Vollgas oder was machen wir da? Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also hier irgendwie hat jetzt gerade zweimal kurz hintereinander Serverunterbrechung. Warum es ist, keine Ahnung, aber bei mir läuft der Stream läuft wieder. Muss mal ganz kurz, machen wir hier mal die Tür auf, vielleicht haben wir dann ein bisschen bessere WLAN-Verbindung. Also bei mir wird der Stream als aktiv angezeigt. Ja. So, das kann alleine laufen. Komm. Ja? Okay. Brauchen wir Wasser noch? Ja. Okay, können wir das gleich weg. Dann holen wir nochmal ein Tuch. Schreibt einer, Leonie, hattest du nicht einen schwarzen Hut? Also bis dato war die Leonie nicht bei Kochen, also hier bei mit dem Streamen dabei. Ach so. Ah, Ute, ja genau. Jetzt da. Mitarbeiterin. Genau. Ute ist heiß. Genau, also. Oh, das schreibt schon sehr gut. Okay. 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 Den machen wir auch in der Rührschüssel oder in der, von Hand machen wir den, aber zum Abbiegen oder irgendwie mal, müssen wir es ja mal abmessen, oder? Also, da haben wir mal die Schüssel. Irgendeine. Machen wir auch 3, 2, 1 oder? 3, 2, 1. Und wie viel machen wir? Von? Butter. Ach so, 150 Gramm. So. Ein Messerli. Aber ich nehme mal anders. Ja, ich nehme mal anders. So. Ah, 100 Gramm, das sagt, ich meine 150. Nee, 150, nee. Okay. Schön. Das muss ja jetzt auch cremig werden, oder was? Set, genau. Zum Backen empfehle ich immer 550er Mehl. Das ist das backstärkste Mehl überhaupt. Und mehr Kleberanteile oder was? Was ist da drin? Der Auswahlgrad ist besser. Ah, okay. 50 Zucker. So, man kann das weg hier. Ich habe Limette oder Zitrone. Wollen wir machen oder was? Vanille. Vanille habe ich so eine Mühle da. Das ist Bio Laden, weil ach, du, quasi schon ausgekratzt. Ist relativ teuer so ein Glas, hält aber. Das ist eine ausgekratzte Vanilleschote. Ah, okay. Mhm.
So. Dann tun wir das mal kurz weg und dann verknete ich das da. Wo habe ich? Hallo Huck, schön, dass du da bist. Meckle, Wurst, hallo. So. Ich quatsche jetzt momentan gerade nicht so viel, weil ich so schreien muss, die Maschine so laut ist. Wenn die dann leiser ist, dann erzählen wir wieder mehr. Unser 3-2-1-Teig, sprich unser Mürbteig, hat man früher diese Wiener Böden nicht mit Eiweiß separat aufschlagen gemacht oder so? Nee, beim Wiener Boden ist eigentlich, es zeichnet eigentlich, den Wiener Boden zeichnet aus, dass da noch flüssige Butter reinkommt. Ah, okay. Und es gibt manche, die tun einen Teil ganze Eier und einen Teil Eigelb aufschlagen. Aha. Aber was machst du denn wieder mit dem Eiweiß? Wow. Auch ganze Eier. Ah, okay. Muss richtig kalt sein, oder? Soll ja, das ist natürlich nicht minus 10 Grad kalt. Ja, gut, natürlich, wenn wir im Raum 30 Grad haben, gell, da sind wir zwar. Ist es eigentlich besser, im Sommer zu backen oder im Winter zu backen? Also gibt es halt Kuchen, die sich zu jeder Jahreszeit ein bisschen besser eignen zu machen, oder? Hefeteig im Sommer natürlich wahrscheinlich besser, oder? Ja. Oder ist es? Ja, okay. Den habe ich hier schon, ja. Habe ich auch, ja. Und zwar in der, da, wo deine Eismaschine steht, in der untersten Schublade. Genau. So, haben wir schon den Mürbteig fertig. Ich glaube, da ist auch so, den soll man gar nicht zu lang kneten, gell, der Mürbteig, gell. Ja. 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 Ja, okay. Also falls ihr es mitbekommen habt, so den Mürbteig auch eben zügig schauen, dass man zügig verknetet, nicht zu lange knetet. Delbera, hallo, schön dich zu sehen. Habt ihr gesehen, die Variante mit dem Blech umzudrehen? Also wenn ihr ein Problem habt, das umzudrehen, dass er dann euch immer bricht, der Teig. So ein dünnes Blech, wenn ihr habt. Das ist auch meistens gleich das Backblech, wo dann der Kuchen draufkommt. Für die, die später dazugekommen sind, wir schlagen hier gerade den Teig für unseren Wiener Boden. Das soll schön cremig werden und auch durch das, dass wir vorher leicht warm aufgeschlagen haben, dass der Zucker sich auflöst, auch wieder ein bisschen abkühlen. Ja, so. Dann gehen wir kurz rüber. Hier haben wir oder wird unsere Erdbeermarmelade, die wir auch brauchen für unseren Erdbeerkuchen, den wir machen. Kamera etwas weiter runter. Okay, mache ich sofort, Huck. Danke. Ach, die Kamera kann ein bisschen weiter runter. Jetzt kann man sie anders machen. Hier, 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 hier. So, jetzt machen wir das ganz kurz auf die Seite.
Kamera ein bisschen weiter runter. Mal scheint's. So. Also wie schaut es hier aus? Genau, hier sind wir bei der Erdbeermarmelade. Das ist jetzt Erdbeeren im Verhältnis 2:1 mit Gelierzucker. Leicht zum Kochen gebracht. Wenn es kocht, noch 3 Minuten. Und dann ist die Erdbeermarmelade fertig. Wenn ihr die macht zu Hause, dann gleich heiß abfüllen. Was brauchst du um Luft, oder? Ja, genau. Ihr könnt ein bisschen Zitronenabrieb zugeben, ein bisschen Zitronensaft zugeben zur Marmelade. Je nachdem, welche Geschmacksrichtung ihr irgendwo ein bisschen haben wollt, ein bisschen säuerlich, eher weniger. So, haben wir auch. Hallo beide, ja, hallo Huck. So. Soll ich es noch weiter auf dem Feuer lassen, Leonie? Die Marmelade weiter auf dem Feuer, oder? Ah, okay. War noch nicht da. Also. Jetzt schalten wir mal um. Hoppala. Ob das mit der Kamera besser ist. Ich glaube, so ist es besser mit der Kamera. Das ist ein fester Ring, oder? Ja, genau. So. Also, Mürbteig ist im Ofen, müssen wir vorher backen. Habt ihr gesehen, haben wir angestochen, damit der Mürbteig keine Blasen wirft. So. Unser Teig sagt schon Grüß Gott, der schaut schon langsam fast aus der Teigmaschine raus. 250 Mehl. Das ist jetzt für den Wiener Teig dann, oder? Oh, genau. Also wie gesagt, zum Backen eignet sich am besten Mehl, Typ 550, ist am besten ausgemahlen zum Backen. 250 Mehl. Okay, nochmal auf. Und was eben auch super ist, ist ausgekratztes Familienmark, braucht ihr keine Schoten mehr. Gibt es im Bioladen Reformhaus, ist verhältnismäßig teuer, aber extrem ergiebig auch. Bordeaux Vanille gemahlen. Weil dieses Vanillezucker, das ist irgendwie nur minimal aromatisiert, kein Vergleich zu einer ausgekratzten Vanilleschote, sprich Vanillemark. So, halt, ich schalte schnell um. So.
Genau. Würde es auch gehen, wenn wir nichts berühren für Marmelade dann? Ja, ja. Hätte es genügend Gelierkraft? Ja, ja, ja. Also wenn ihr Marmelade-Stücke haben wollt in der Marmelade, dann eben nicht pürieren, würde genauso gehen. Genau. Wichtig ist jetzt eben gleich heiß umfüllen zum Aufheben, oder? Genau. Ich habe zwei so kleine Gläschen stehen sehen. Ja. Da. Jedes Glas oder was? Oder sollen die Gummidichtungen haben oder was? Nein, das sind Twist-Aufgläser. Was heißt Twist-Aufgläser? Wenn du die zumachst, wenn es eingefüllt ist und es ist zu, und dann machen die ein eigenes Vakuum sozusagen, und wenn du die aufmachst, muss es dieses Geräusch geben. Ah. Ja, verstehe, dass praktisch luftig verschlossen war, oder? Ja. Twist-Aufgläser. Ja. Ah, okay. Das sind fast alle rein. Ah, okay. Ja, okay, man kennt das genau, also. Genau. Genau, jetzt sieht man gut, dass es köchelt. Eben 3 Minuten. Ist der Nachteil bei der Erdbeermarmelade ist, dass die Farbe verliert. Wenn die dann eine Weile im Keller steht, wird sie immer heller, der Geschmack bleibt, aber die Farbe geht leider verloren. Geht verloren. Ah, okay. Drum machen Profis da ein bisschen Erdbeerfarbe rein. Was könnte man gut mischen mit Erdbeeren geschmacklich? Rhabarber. Ist auch die Zeit dafür, oder Rhabarber? Rhabarber, ja. Drum passt es auch gut, weil es die gleiche Jahreszeit ist. Erdbeer-Banane mögen welche. Banane? Ja, okay. Aha. Aber was zum Beispiel sehr geil ist, wenn man selber Nutella macht, und dann im Glas eben so schichtweise Nutella. Also beim selber, Abfüllen dann, also, oder? Ja, Schoko, ah. Wenn man selber Schoko-Nuss-Nougat-Creme macht, statt Nutella zu kaufen. Ja, schaut cool aus natürlich. Schaut cool aus, schmeckt geil. Erdbeer und Schoko passt auch sehr gut. So, die 3 Minuten sind gleich rum. Ja. So, da bildet sich jetzt oben ein bisschen Schaum. Das ist quasi das Resteiweiß. Also alle Lebensmittel bestehen ja aus Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß. Suchst du Schöpfe kennen? Oder? Natürlich nur wenig Eiweiß, aber dieses Eiweiß setzt sich in Form von Schaum eben oben ab. Und das schöpft man ab. Will man nicht haben, oder? Ja, manche essen es gleich, schmieren sich gleich aufs Brot. Aber es schaut halt im Glas blöd ja, aus. Ja, viele meinen vielleicht auch, dass es kaputt sei, weil es eben so schäumt dann schon. Du hast da, gibt genau, man kennt es von den Gläsern, man macht so einen weißen, das ist praktisch das Eiweiß dann, ja. Ah, okay. Also man kann es mitessen, kein Thema. Mhm. Also müsst ihr nicht machen, kann man. Halt es geht aus. Jetzt eigentlich eher nur um das Optische, das zu entfernen. Vielleicht kennt das eben auch, wenn man mal Marmelade, selber gemachte Marmelade aufmacht. Die haben oft am Rand oder ab und zu am Rand eben so ein bisschen was Weißes. Und das ist eben jetzt das Eiweiß, das wir hier abschöpfen. Aber ist doch noch recht dunkel eigentlich, oder? Die Farbe, oder? Oder täuscht ja, das? Ja, aber mit der Zeit wird es halt immer heller. Nützt das was, wenn man es dunkel in den Schrank hat oder so? Nee. Nix. Also dass halt kein Licht bekommt, egal, wird heller. Sonst wäre ja Marmelade generell in braune Gläser abgefüllt. Ja, okay. Bringt nichts. So, jetzt kann man es direkt in die Gläser hauen. Brauchen wir einen Trichter, geht's? Ja. Genau. Brauchen wir noch ein Glas oder was? Aber ich Ah ja, genau, Teil brauchen wir. Wobei die, was wir brauchen, aber nicht haarwarm sein müsste, oder? Nein. Eher kalt, damit es nicht läuft genau. Beim Streichen. Ja. Jetzt da ist irgendwo das Kühlschrank oder am Fenster, das schneller auskühlt. Erstmal ein Fenster und dann nachher. Ja, dass der auch nicht so heiß ist. Dicklickem, hallo! Also und was ich auch immer mache, das ist die Gläser ganz voll, damit da möglichst keine Luft drin ist. Ah. Also habt ihr mitbekommen, Gläser extrem voll machen, damit eben die Luft. Und den Deckel drauf und zudrehen und umdrehen. Umdrehen? Ah, okay. Wird die Luft nochmal irgendwo reingedrückt und eben durch die Hitze, Bakterien, geht es ja eigentlich nur darum, dass wir keine Bakterien haben oder, und durch die Hitze, die wo da sind, werden abgetötet, deswegen voll machen, weil in der Luft Bakterien sind, je weniger Luft wir drin haben, dementsprechend weniger
Fremdstoffe halt auch. Und so, Marmelade schütte ich hier rein, dass sie schneller auskühlt, weil wir brauchen nachher ein bisschen kalte Marmelade gleich für unseren Erdbeerkuchen. Stellen wir mal Fensterbank. Und wie gesagt, Marmelade eben gleich umdrehen, randvoll und umdrehen. Und diese von der Hitze her macht das alles kein Problem, oder? Boah, das ist schon ganz schön heiß noch, gell? Ja, ja. Okay. Mikro verloren. 50 Gramm Butter. Aber auch nur. Nicht heiß, nur ein bisschen zerlaufen, oder? Damit wir kein Problem mit den Eiern kriegen. Muss dann ganz zum Schluss rein. Ganz Major drin. Ah, na, okay. Also. Jetzt schalten wir nochmal hier rüber, damit die anderen auch sehen, was hier so scheppert. Hier sind wir bei unserem Wiener Boden. Eigelb Zucker, das wir über Wasserbad leicht verrührt haben, damit sich der Zucker auflöst. Und das hier in der Maschine, im Schneebesen, darum geht, dass es eben erstmal ein bisschen kalt gerührt wird. Okay, mehr wie Zimmertemperatur wird man einfach nicht schaffen. Und dass das halt auch ein schönes Volumen hat. So, das, wobei das jetzt schon recht super ausschaut. Im Backofen haben wir bereits unseren 3-2-1 Teig. Ja, jetzt ist die Kamera so weit unten, dass glaube ich das Gesicht abgeschnitten ist. Aber wichtig ist jetzt, dass wir halt mal sehen, was wir machen werden. Ja, da haben wir das. Was brauchen wir? Brauchen wir nicht mehr zum Ausholen? Ah, okay. Ich glaube, da hat es sich geschossen. Da hat es sich geschossen. Dass das Mehl keine Klumpen hat, um reinzusieben, oder hat es sonst noch nur... Ja, das halt, wenn wir jetzt schon diese Lockerheit haben, durch dieses lange Rühren und warm und kalt, das ist jetzt schade, wenn wir das Mehl jetzt so reinklatschen. Dass er erst auch langsamer drunter kommt, oder? Ja, dass er locker einfach alles locker ist. Brauchen wir eine größere Schüssel, oder was? Oder wenn wir das ja, da... das fällt jetzt eh gleich zusammen, ah, okay. Wenn das Mehl reinkommt. Ja. Backpulver rein. Brauchen wir noch? Mhm. Ja. Aha. Dass das Ganze ein bisschen stabiler ist, oder? Also ein ganz kleines bisschen. Reicht das? Die Hälfte. Einen gestrichenen Teelöffel Backpulver, damit das Ganze dann der ganze Teig beim Backen ein bisschen stabiler bleibt. Stabiler heißt denn für uns nachher. Heißt dann einfach lockerer bleibt der Teig, luftiger. Ja. So, wir dürfen ausschalten. Oh. Jetzt bitte. Da müssen wir hier drücken. Boah, schau mal, ja, wieder, steht wie eine Eins hier. Da. Ja, genau, du, da hätten viele Frauen mehr Spaß. Du. Ja? Fast wie Eiweiß, so stabil ist das. Magst du melieren oder magst du? Was ist melieren, wie meinst du? Ach so, unter, ja, sieben tun wir dann. Du musst alles da. Ecken hier. Mhm. Genau. Ha? Der Kurblei durch das Sieben vergrößert sich durch die Oberfläche, bessere Verteilung, lockerer Boden.
Weiter. Das hat sich die Oberfläche nicht mehr, hat schon eine große Oberfläche. Okay. Langsamer, schneller. Nein, du machst das perfekt. Ja, gell. Okay. Wenn alle so gut ziehen. Ehrlich, ja, du, ich weiß schon. Ja. Das ist der Unterschied. Ich bin halt jetzt nur ein Koch und die Leonie kocht und hat halt deutlich mehr Patisserie-Bäckerei-Erfahrung wie ich. Deswegen bin ich super froh, dass wir hier mal ein bisschen was ermittelt kriegen, wo ich auch wirklich das eine oder das andere mitnehme. Also das war für mich immer früher in der Lehre so Horror, Biscuit zu machen, den dann so hinzubekommen, wie Biscuit dann sein sollte. Wobei das hier doch viel einfacher wäre, glaube ich, oder nicht? Also es ist halt auch einfach, weil man eine Maschine hat, die das rührt und nicht mehr... Von Hand schlagen muss alles. Ah, okay, so, da haben wir jetzt diese 50 Gramm, da ging es nur, dass die 30 Gramm Butter aufgelöst. Da geht es einfach rein um den Geschmack. Schmeckt einfach besser, wenn Fett drin ist. Macht man ja auch zum Beispiel bei süßen Pfannkuchen, dass man die Butter ganz leicht anbräunt, sogenannte Nussbutter. Da geht es auch um den Geschmack. So. Super aus. Ja. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Ist das jetzt auch schon so ein spezielles Backpapier dann oder was? Ja, ja, klar. So, weil der Teig. Und ich bin ein gelernter Konditor. Weil der Teig. Ah, das freut mich. In der Mitte von Haus aus hoch geht. Macht es nichts, wenn man den an den Rand ein bisschen rausstreicht? Also habt ihr mitbekommen, wenn es in der Mitte gleich eine Mulde hat, weil er beim Backen dann in der Mitte eher meistens höher kommt wie am Rand, seht ihr ruhig so eine kleine Mulde. Kennt ihr vielleicht auch bei den Fleischpflanzen, macht man zur Not auch so. Fleischpflanzen, wenn ihr fertig abgedreht habt mit dem Löffel, mit dem Esslöffel in der Mitte ein bisschen Mulde drücken, weil die immer so aufschwimmen ein bisschen. So, mittlerweile haben wir hier einen wunderbaren fertigen Mürbteig, haben wir ja schon gemacht, weil wir machen ja diesen klassischen Erdbeerkuchen, so wie man das früher mal gemacht hat. Heutzutage sieht man das fast überhaupt nicht mehr. Leonie, siehst du das ab und zu nochmal? Was? Klassische Erdbeerkuchen? Ja, so. Ja, sind so altehrwürdigen Konditoreien wie beim Reber in Reichenhall oder so. Ach so, also wie gesagt, ganz, ganz, also ich habe auch jetzt im Bekanntenkreis so ein bisschen erzählt hier im Stream. Also das sind die wenigsten, die ich in meiner Lehrzeit, 1976 musste den Erdbeerkuchen auch noch so machen. Im letzten Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert, genau. Musste ich den auch noch so machen. Und ich habe es gehasst, weil ich tonnenweise machen musste. Kinder. Jetzt schauen wir unsere Vanillecreme an. Es gibt natürlich verschiedene Arten, so eine Vanillecreme zu machen und das zu füllen. Klassisch wäre eine Buttercreme, und zwar eine deutsche Buttercreme. Deutsche Buttercreme ist Pudding, gemischt mit, also gekochter Pudding, dann kalt werden lassen, dann passieren und dann mit aufgeschlagener Butter mischen. Das ist eine klassische deutsche Buttercreme. Ja, passieren heißt einfach durch ein Sieb streichen, durch ein feines. Genau. Die französische Buttercreme im Gegensatz dazu wird Eigelb und Zucker aufgeschlagen und dann mit Butter gemischt. Und die italienische, die Meringage, wird mit Eiweiß und Zucker aufgeschlagen und mit Butter gemischt. Aber wir machen überhaupt keine Buttercreme, weil das niemand mehr mag. Wir nehmen popelige, fertige Paradiescreme genau. Zu kalt anrühren, weil wenn wir jetzt nur Pudding kochen und den passieren, das dauert wird alles zu lang, ganz genau. So. Also, da brauchen wir jetzt 300 Milliliter. Machen wir das mit dem Rührgerät oder wie wollen wir es machen? Nein, das reicht das, oder? Hast du noch eine Schüssel? Nee, das ist nicht meine Frau. Das ist meine viel Liebe. Schlimmer. Viel schlimmer, sagt sie. Viel schlimmer, sagt sie. Ja. Das ist die liebe, nette Leonie, die mir den Job verschafft hat, an dem ich jetzt tätig bin. Sprich, meine Vorgesetzte. Ach, Schmarrn, das will sie nicht hören, ist aber so. Wobei mir aber ich nur für mich sagen kann, dass ich eine ganz liebe Nette ist und mit ihr wahnsinnig gern zu tun habe.
beruflich weniger, weil sie nicht vor Ort ist, da wo ich ja in der Schulküche tätig bin. Aber wir haben das Vergnügen, dass sie jeden Morgen bei uns kurz vorbeischaut und so ein bisschen um uns kümmert und unsere Klagen und uns unterhält, genau. Die Chefin, das ist die Emmeltochter, die ja momentan nicht im Stream aktiv ist, die immer durch die Küche reinkommt und fragt, wo gerade die Kamera an ist. So, das sollte ich, jetzt habe ich nicht mehr geschaut, wie viel Milch soll ich nehmen? 300. 300 Milch brauchen wir. Das ist eh auf Null. Voilà. Achso, den backen wir denn hier? Wenig Hitze? Mittlere Schiene, wenig Hitze. Also wenig Hitze heißt so 160 Grad. Den Wiener Boden. Der braucht mindestens 30 Minuten und dann schauen wir mal, wie weit er ist. Genau. Dann entscheiden wir, ob er noch länger drin bleibt oder nicht. 300 hast du gesagt, genau. Es ist halt so, gerade beim Kochen und beim Backen, es passiert ganz, ganz, ganz viel so aus dem Bauch heraus. Darum ist es auch gar nicht so einfach, fest Rezepte zu machen. Also gut, Backen und so kann ich jetzt nicht so mitreden, aber einfach vom Kochen her ist, man hat eine Erfahrung, man weiß, was wichtig ist und macht man ganz, ganz viel einfach aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus und muss natürlich ganz viele Sachen auch individuell entscheiden, weil mal ist der Braten nach einer Stunde fertig, mal braucht er 2 Stunden. Da es unterschiedliche Tiere sind, das eine Tier war sehr gesund, daher auch sehr alt und darum etwas länger im Ofen. Und so ist es anscheinend mit dem Backen so ähnlich, dass man die Erfahrung wo hat, man schaut den Backofen rein, schaut den Teig an. Oft reicht es schon, den anzuschauen, um ein Gefühl zu haben, wie lange das ungefähr noch dauert, bis er dann fertig ist. Stellen wir die ein bisschen kalt gleich, oder was? Hä? Soll die ein bisschen kalt stehen dann, oder was? Wir müssen das erstmal rühren, das muss erstmal... Muss man da Schaum mit rühren ein bisschen, oder was? Nein, aber das muss binden. Das muss dick werden, ja. So lange muss rühren. Ah, okay. Geht nicht darum, dass du schnell rührst, sondern dass das es dann keine Klumpen gibt, solange das anzieht, bitte. Okay. Habe ich hier in der Hand, bitte. Ah, du hast nochmal eine, okay. Ah ja, das steht eigentlich im Mixer auf niedrigster Stufe kurz rühren, aber... Naja, das ist das Gleiche, was wir auch machen. Auf niedrigster Stufe mit dem Mixer rühren. Okay, das zieht schon gut an. Dann machen wir es im Kühlschrank. Ah, genau, dass er noch luftiger wird. Rolf, hallo. Irgendwann habe ich noch einen Schluck Kaffee. War schon mit der Frau beim Golfspielen. Neun Löcher gespielt. Mussten wir uns von den die hinter uns her gespielt haben, mussten wir ein bisschen unseren dummen Spruch anhören, dass wir zu langsam sind, ein bisschen schneller spielen sollen doch. Sie hätten jetzt für 3 Löcher 15 Minuten gebraucht. Naja. Wir hatten 2 Golfer dabei, die mit uns mitgespielt haben. Die haben ganz frisch angefangen. Ja. Und dann dauert es halt einfach ein bisschen länger. Genau. Also, da jetzt Kuchen im Ofen ist, sprich unser Wiener Boden, haben wir jetzt gerade kurz Zeit und wir werden gleich uns unserem Erdbeereis jetzt kümmern. Dazu bräuchte er eigentlich nur eine Eismaschine. Das ist also fast zwingend. So mit Eis. Ja. Ich weiß nicht, kriegst du das auch hin nur mit Eiswasser so? Würde das auch gehen? Also diese Cremigkeit des Eises entsteht durch diese Rührbewegung. Aha. Man kann das schon. Nein, meine ich, dass du sagst, du nimmst eine Rührschüssel, die stellst du in Eiswasser. Ja, oder du wirst eine stundenlang, ja. Okay, also. Wie ihr es mitbekommen habt, also um das Eis zu machen, ist es fast zwingend, dass ihr irgendeine Eismaschine habt. Das ist meistens irgendwie ein Kunststoffbehälter, da jetzt wiederum ein Behälter reinpasst, der tiefgekühlt sein muss. Ah, okay. Ah, okay. So,
Das wären die Erdbeeren. Was für Verhältnis haben wir da dann? 1-1-1. Und zwar ein Drittel Erdbeeren, ein Drittel Sahne, ein Drittel Zuckersirup. Und der Zuckersirup besteht 50-50, aus... 50-50, oder? Genau. 50 halb, Wasser, genau, 50 Zucker. Viel, ja, genau. Und einmal aufkochen. Dann muss das natürlich unbedingt arschkalt sein. Läuterzucker oder was? Genau, praktisch macht der klassische Ausdruck dafür für diesen Zuckersirup ist Läuterzucker, den man in der Konditorei für ganz viele Sachen braucht, oder auch für Schokoglasuren oder um die Schoko, damit man schneiden kann. Hat man immer da. Ah, genau. Und das ist eben, ihr kocht es einfach nur auf, lasst es kalt werden, füllt es euch in Flaschen ab. So. Genau. Das kann man mit jeder Frucht machen. Aprikose, ob Banane. Milchspeiseeis nennt sich das dann, oder? Nein. Ein klassisches Eis, da müsste man Eigelb und Zucker und Milch zur Rose abziehen und dann frieren. Ah, okay. Das ist das klassische Eis. Aha. Aber wir machen ja eine Variante, die einfach jeder machen kann. Genau. Und du kannst jede Frucht nehmen. Wichtig ist immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also alles zu gleichen Teilen. Mhm. Mixen, frieren, fertig. Schmeckt gut. Aha. Man kann natürlich, wenn man sagt, ja, ich will weniger Sahne oder es ist mir zu fett, dann kann man vielleicht einen Anteil Joghurt nehmen. Aber es ist wichtig, dass die Prozentuale, die Anteile gleich sind. Genau. Ich kann variieren eben. Weniger Sahne, dafür ein bisschen Joghurt rein oder genau. So. Man könnte auch weniger Zucker nehmen, aber das Eis ist dann nicht so cremig. Das kristallisiert dann eher aus und ist diese Cremigkeit ist einfach nicht gegeben. Die entsteht durch den Zucker. Cremigkeit kommt vom Zucker. Mhm. Ah, okay. Und durch das Rühren natürlich. Aha. Und eben darum geht es, der Läuterzucker muss deswegen auch hergestellt haben, weil wir wiederum sonst was Kaltes haben und der normale Zucker sich natürlich im Kalten so gut extrem schwer auflöst, wenn überhaupt. Das können wir beim Eis dann eben nicht brauchen, weil wir eine gleichmäßige Süßigkeit haben. Genau. Jetzt müsste man das mixen und abwägen. Pürieren müssen wir das, oder? Halt irgendwie, oder? Ja. Dann machen wir das am besten in den Messbecher rein. Dann können wir das am besten pürieren. Und wie gesagt, nochmal zu diesem Läuterzucker oder Zuckersirup. Einfach 1:1 aufkochen, kalt werden lassen und dann, also eine andere Variante, wo man es noch braucht, wenn ihr eine Schokoglasur machen wollt. So. Man kann auch braunen Zucker nehmen. Da fragt jemand, ob man braunen Zucker nehmen kann. Kann man natürlich, das ist nämlich brauner Zucker, darum hat das Zuckersirup auch... braune. Ah, du hast schon gekocht, genau. Ja, genau, und schon kalt gestellt. Aber wie ist es von der Süße? Der braune Zucker ist doch... Nee, der ist nicht weniger süß. Ja? Nee, der ist auch nicht gesünder, der ist nur nicht gebleicht. Also der ist halt raffineriert, oder? Raffiniert der weiße. Alle. Ja, auch der braune, ach so. Ja, natürlich. Es ist alles Zuckerraffinade, aber der braune ist nicht gebleicht. Der einzige Schritt, dem der quasi entfällt, ist also die Bleichung. Weil sonst erzählen Sie mal, der weiße sei raffineriert, der braune eben nicht. Natürlich ist er beides. Raffiniert, wie willst du sonst den Zucker Ja, keine rausbringen? Ahnung, wie die da ihre Zuckerrüben da den Zucker rauspressen hätte. Machen wir mal die Kamera im Backofen halten? Die Kamera im Backofen, ja, können wir gleich machen. Ganz kurz. Hi Tim! So, jetzt schauen wir mal kurz in den Backofen rein. Ich hoffe, ich komme mit der Kamera so weit rüber. Beziehungsweise wir erstmal umschalten auf die Kamera. Momentan ist leider aus Licht bei uns im Backofen seit ein paar Tagen irgendwo. Umschalten wollte ich. Oh, das kriegen wir schon. Also jetzt schauen wir mal kurz in den Backofen rein. Ich hoffe, die Kamera geht so weit rüber. Zack, gehen wir erstmal weg und da weg. Kannst du höchstens da mal die Ding schauen da auf den Ding, ob wir da was sehen? Ja, oder? Schaut sehr gut aus. Die, oh, die ganze prima. Ja, also man sieht schon wieder, wie das vom Rand natürlich runterläuft. Jetzt ist er gerade überall gleich hoch. Genau, jetzt haben wir eine gleiche Höhe eine ungefähr. Eine leichte Bräunung und hier kann man aber sehen, dass der nur völlig flüssig ist. Wenn man da reindrückt und die Delle kommt nicht raus, dann siehst du, dass der völlig flüssig ist. Also der ist quasi voll roh noch. Genau. Wenn man eben reindrückt und die Delle kommt zurück, dann ist er fertig, dann kann man sich dieses... Stäbchenprobe, das kann man sich sparen, das ist für Hausfrauen. Ah, okay. Aber sonst, wer da nicht mit klarkommt, das funktioniert aber mit dem Holzstäbchen. Ja. Muss das Holz sein oder kann das Metall auch irgendwo? Nee, das muss Holz sein. Holz kann schon sein. Irgendeine Faser haben, oder? Wo praktisch das Back gut dran hängen bleibt. Ja, dann, okay. Gut. Jetzt schaust du mal. Schaust du mal kurz auf die Dinge, dass ich die Kamera wieder richtig drehe, dass die da erdtechnisch. Ja, jetzt zeigt sie gerade auf. Ja, so ist schon. Ja, Spülbecken, so passt schon fast. So.
ihr wieder seht. Genau, das wollten wir. Dann schalten wir hier rüber. Wann kommen die Erdbeeren mit Erdbeerfüllung? Erdbeeren mit Erdbeerfüllung? Nee, das haben wir nicht im Programm-Hook. So, hier haben wir unsere Erdbeeren. Die pürieren wir jetzt. Das sind die Erdbeeren, die wir eben brauchen für unser Erdbeereis. So, was nehmen wir da weg? Eigentlich wollte ich irgendwann mal Musik machen, aber war lauter Quatschen. Auch verpeilt. So, na, Kamerastativ. Hoppala. Waage. Könnt ihr Obst natürlich auch mischen? Gibt es gleich wie für die Marmelade, oder? Erdbeer-Rhabarber oder fürs Eis oder Rhabarber zum Eis? Rhabarber muss man nicht so. Ist jetzt nicht so der keine Ahnung. Rhabarber mit Sahne passt auch nicht so, dann würden wir eher ein Sorbet machen. Okay. Könnt ihr mir das auch ein bisschen gröber lassen, da Stücke noch entstehen oder eher? Aber diese Stücke frieren, denn. Dann haben wir Eiswürfel, ja, okay. Das ist nicht wirklich. Also, es geht jetzt darum, eventuell Stücke zu haben. Die Stücke vorher in Zucker einlegen. Mhm. Das wäre mehr so ein Eisklumpen dann, oder? Was wir erhalten, genau. Was los, Frau Himmel? Schaust du erschöpft? Alles gut? Warst du draußen oder was? Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das war, glaube ich, jetzt mein Handy. Der Robert ist schon wieder gefahren. So, Frau hat gerade ihren Foodtruck-Anhänger geholt. Ja, irgendwann geht es dann los mit Foodtruck-Anhänger. Lamlachs. Irgendwelche. Foodtrailer heißt das, Verzeihung, Foodtrailer. Nachtisch einfach ein Eis zu machen. Und das eben auf dem einfachsten Weg. Ich weiß nicht, ich glaube einen halben Liter Fassungsvermögen oder so. Wir nehmen jetzt 200 Gramm Erdbeerpumps. 200 Gramm. Den haben wir bereits Schirm, eben, hat die Lene schon vorgekocht. Weil der kalt ist. Weil sonst, muss, wenn wir wieder warten hätten müssen, das ist eben dieser Läuterzucker, Zuckersirup im 1:1 gekocht und kalt werden lassen. Mit brauner Zucker eben. Deswegen. Es würde mit Weißen auch gehen, oder? Ja, ja, klar. Also was ihr eben dann zu Hause habt und am besten verarbeitet. So. Ja, weil wir leider nur ein Ding haben, Huck, ein Mikro, genau. Und wenn ich zu weit weg bin, dann hören wir die Leone nicht. Die Huck fragt unsere Frau Erdbeerchen, welche Früchte sich dann noch so eignen zum Eis zum machen. Aprikosen, Kirschen, Pfirsich, Himbeeren natürlich, allerdings Himbeermark ohne Kerne natürlich. Mhm. Also das nimmt man generell Obst auch, das generell, also eher schon von Haus aus eine gewisse Süße mitbringt, das eignet sich besser, ja, oder nicht? Geht, geht, ja. Ah, okay. Also mehr mit 200 Gramm Schmarrnudeln. Also mehr mit 200 Gramm Sahne, 200 Gramm Zuckersirup, 200 Gramm Erdbeerpans. Jetzt brauchen wir den, so, jetzt den Einsatz. Einsatz, genau. Also wie gesagt, eben dieser Einsatz. Das Teil, was er sagt, 25 Euro beim Lidl, oder? Ja. Also die Eismaschine, was wir hier haben von der Leonie, 25 Euro beim Lidl. Und wie viel Eis können wir machen? Ich weiß nicht, wie viel ist denn? Mache ich erst den Ring hier noch, oder? Mach du mal, was zuerst hin muss. Wahrscheinlich erst der Ring und dann unser Held. Welche Einsatz, oder? Doch so. So, genau. Jetzt. Und wichtig ist halt, steht wahrscheinlich an der Gebrauchsanweisung, dass dieses Teil, was man gerade eingesetzt hat, müsste halt schon für eine geraume Zeit richtig tief gekühlt haben, weil sonst wird unser Eis nicht fest. Das muss, also ich bewahre es einfach im Tiefkühler auf. Einfach, das ja. Das ist da sein Platz. Ja. Das ein? Genau, müsst ihr halt schauen, dass ihr ein bisschen Platz habt, dann könnt ihr das immer da drin lassen. Das muss laufen, bevor man das Eis reintut, weil wenn ich das jetzt einfüllen würde, habt sofort fest und die Maschine fest. Die Maschine bringt es nicht mehr weg, wird praktisch stehen bleiben, oder? Ja. Mhm.
Genau. So, das werden wir jetzt wieder daneben. Macht Sinn, das in einen Messbecher umzufüllen? Ja, wir können doch den nehmen. Ah, da halt. Ich hab da nochmal einen. Schau. Weißt du, was das ist, oder? So, ja? Das ist eine Flasche. Na, aber weißt du, was das ist eigentlich, oder? Nein. Kennst du das nicht? Das finde ich klasse. Und zwar nimmt man das um Soßen. Ah, Bett, ja, genau. Komm, haus rein. Also rein. Kann man da dann zügig rein, oder? Ja, zügig. Zügig. Hau rein. Ja, ich fällt mir oben raus. Ah, okay. Also, ich sag noch mal ganz kurz gleich, wenn ich hier Erdbeeren drin habe, was das eigentlich für ein Messbecher ist, warum der so komisch ausschaut mit dieser langen Nase separat. Das hat nämlich einen Grund, warum das so ist. Ja, genau. Immer. Also wie gesagt, ganz wichtig ist, beim laufenden Gerät das einzufüllen, weil klar, das Ding ist richtig runtergekühlt, ihr schüttet das rein, wird sofort fest. Die Propeller, die in der Maschine drin sind, könnten sich nicht mehr drehen. Mango-Eis. Ja, super, klar. Ich hätte gerne Kaffee-Eis, ob da auch ein tolles Kaffee-Eis, da könnt ihr... Nee, da musst du das richtig machen. Da musst du's, also so wie wir es gesprochen haben, mit Zucker, Sahne. Mit Milch zur Hose abziehen. Mhm. Und dann kannst du eben einen löslichen Kaffee reintun, dass es nach Kaffee schmeckt und den Film. Das müssen wir klassisch machen, das können wir dann vielleicht mal anders mal zeigen. Also das hier ist eigentlich ein Gerät, ein Messbecher, wenn man Soßen macht, vor allem also zum, die klassische Schweinsbratensoße, eine klare Soße. Ja. Kennt ihr, dann habt ihr vielleicht gerade beim Schweinebraten nochmal drauf drückt, viel Fett oben drauf. Und wenn ihr die Soße hier reinschüttet und dann praktisch so, das Fett setzt sich oben ab und ihr schüttet, könnt ihr mit dem praktisch die Soße entfetten, weil unten die Soße ohne Fett rausläuft, das Fett einfach nur nach unten sinkt und ihr hört dann irgendwann auf zu schütten, wenn das Fett unten ist und ihr habt praktisch eine fettfreie Soße. Das ist eigentlich das Teil hier. Schwedenberger, du liebst Erdbeeren, ja, dann bist du hier richtig, oder? Servus, Blackstar. Maracuja ist ja wie gesagt Eis, Obsteis. Wieder vom Wasser her, oder? Ja, Maracuja ist ein Eis, wo man jetzt eher ein Sorbet machen würde. Maracuja und Sahne passt nicht so gut zusammen. Das ist eher für Sorbet geeignet. Also Sorbet ist halt dieses Wassereis, wo man jeder unter einem anderen Ausdruck vielleicht kennt, ja. So, das brauchen wir auch nochmal. Aber nichtsdestotrotz kann natürlich jeder machen, wie er will. Wenn er sagt, im Speck, das ist natürlich auch möglich. Aber es ist verdammt schwierig, ein Drittel Maracuja-Pans, ein Drittel Sahne und ein Drittel Zucker, weil wenn du Maracuja-Frucht aufschneidest, hast du fast so viel Kernanteil wie Fleisch. Und wenn du dann diese Kerne raustust, das Fleisch ist dann schon ziemlich sauer. Ich weiß nicht, ob das Verhältnis da... Ob doch passt dann zum Zucker, zum... Ob das Verhältnis praktisch hier diese 1:1 Granatapfeleisen, ja, genau. Ja. Also wie gesagt, ihr müsst halt alles, ihr könnt sicher alles probieren. Also wir sind jetzt leider auch nicht so, dass man sagt, wir haben schon alles ausprobiert. Das sage ich sowieso immer, wenn ihr Vorlieben habt für irgendwo, sagt ihr macht keine Zitrone, macht da keine rein. Wenn ihr sagt, ihr magt lieber Limetten, dann nehmt Limetten. Es geht bei uns allen so, die zu Hause oder in der Arbeit kochen müssen, weil es immer wieder ein bisschen was am Ausprobieren und sagt, ich habe das, macht man seit 10 Jahren schon so, ich habe das anders mal gemacht, macht es mal viel, viel besser. Ja. Wir haben jetzt bereits eben die klassische Tortenkarton, ja, oder wenn ihr selber mal Torten kauft beim Bäcker, die sind immer auf so einem Karton aufgesetzt. Wie lange werden wir ungefähr unser Eis? Gibt es dann eine Zeit ungefähr, was man da kalkulieren muss? Wenn es einfach an der Konsistenz her, ja? Ja, genau. Wenn es fest ist, schön cremig ist, dann ist es einfach fertig. Dann, also da wäre jetzt übrigens noch mehr reingegangen, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Wie viel reingeht, ja. Und das muss ja auch jemand essen. Mhm. Also ich denke, man könnte, es steht, also wenn man so eine Eismaschine kauft, dann sind A Rezepte dabei, genau. Steht dann auch, wie viel reingeht.
Ja, und da könnt ihr euch dann daran orientieren, gell? Ich mache ja immer alles frei Schnauze, du weißt das nicht. Aber ich glaube, normalerweise mache ich mal einen halben Liter, oder insgesamt für eine Menge eineinhalb Liter. Und so geht es natürlich auch schneller. Was, wenn wir es fertig haben, was haben Sie für eine Möglichkeit, diesen kleinen Pappbecher zu machen? Oder wenn Sie sagt, das möchte ich jetzt ein bisschen auf Vorrat kannst haben für die Kinder? Kannst du in eine Tupper-Schachtel tun und einen Tiefkühler, ja. Aber diese Cremigkeit geht mit der Zeit verloren. Es ist wie wenn man Eis kauft und einen Tiefkühler tut, wenn es da lange drin ist, ist es einfach... Also eher das gedacht zum Sofortverzehren, ja, heute, genau. Morgen, also gar nicht groß aufheben. Also ich mache es immer so, wenn ich Gäste habe und die essen die Vorspeise, dann schmeiße ich das Eis in die Maschine. Ach. Und dann gibt es den Topf auf den Tisch und jeder kriegt einen Löffel. Und dann aber für mehrere Gäste kannst du sagen, okay, mach es einen Tag vorher, weil je kürzer die Zeit ist, oder geht es schon deutlich so Qualität verloren, oder? Ja. Ah, okay. Ja. Also wie gesagt, da müsst ihr euch die Zutaten super alles vorbereiten. Weil rühren tut es ja dann komplett alleine, da müsst ihr gar nichts mehr kümmern. Und ihr portioniert dann das Eis mit dem Löffel oder was auch immer, habt direkt dann hier aus dem Gerät raus. Ja. Dann habt ihr also das optimalste Produkt da. Drachenfrucht ist das beste Eis. Frau Herzberg, sind Sie es? Ja, wissen wir nicht. So, was machen wir uns da? Ja, zu viel aufmachen wird auch nicht gut sein, oder? Wenn er wieder Hitze verliert. Ist egal. Ja, klar. Aber vor allem darf man die Ofentür nicht zuhauen. Wie bei jedem Gepäck, was aufgehen muss, wie auch Windbeutel oder so. Man kann natürlich bei Windbeutel auf den Backofen aufmachen und reingucken. Darf man nicht zuhauen, das muss einfach zart geschehen. Damit nicht die Wind oder dass auch die nicht so viel Luft raus, heiße Luft rausdrückst, da, wenn du das zuschlägst. Da. Kalte rein, heiße raus, oder? Ja. Ah, okay. Don Wilpo, servus, grüß dich. Dann können wir dabei die Vanillecreme fertig machen. Genau. Sahne schlagen. Don Wilpo, die junge Frau ist wie angekündigt. Die nette Dame, die uns heute ein bisschen im Backen unterstützt. Was suchst du? Also, genau. Das ist hier ganz eine liebe... die eben sich hinreißen lassen hat und mir mal zugesichert hätte, sie würde gerne mal oder sie würde mir mal mit mir zusammen streamen. Das ist ja, wollten wir ja geplant, war es für letzten Freitag schon. Da hat sie leider kurzfristig kam was dazwischen. Aber darum sind wir heute hier. Und wir haben jetzt schon ein Ding gemacht, Don Wilpo. Es geht ja, wie gesagt, um diesen Erdbeerkuchen, den man heute gar nicht mehr so sieht, so wie wir das jetzt machen, oder ganz, ganz wenigen Bäckereien, Konditoreien. Mürbteig, den haben wir vorher schon gebacken. Der wird nachher ganz dünn mit Erdbeermarmelade eingestrichen. Erdbeermarmelade haben wir auch schon gekocht. Einmal, um selber irgendwann Erdbeermarmelade zu essen und eben auch, um den Kuchen mit einzustreichen. Wobei ihr die Erdbeermarmelade, wenn ihr sagt, das ist euch zu viel Aufwand, problemlos natürlich die auch kaufen können. Die ist jetzt bestimmt jetzt nicht besser oder schlechter. Aber jetzt halt die Erdbeerzeit, weil bietet sich das halt an, wer gerne ins Feld geht, dann auch diese Sachen selber zu machen. Bitte. Ja, bitte. Ah, okay, ja, ist ein bisschen tricky das Ganze. Das muss irgendwo, da ist das genau. Das ist unsere Erdbeermarmelade. Ja. Kalt. Können wir gleich annehmen. Ja, also wie gesagt, das ist unsere Erdbeermarmelade, haben wir 2:1 war das Verhältnis. Also in dem Fall 200 oder 400 Gramm gewaschene, geputzte, kleingeschnittene Erdbeeren mit 200 Gramm Gelierzucker, langsam zum Kochen gebracht, mit dem Pürierstab püriert, 3 Minuten leicht köcheln lassen, den weißen Schaum, der entsteht, das Eiweiß abgenommen. Da haben wir deutlich mehr gehabt, da haben wir gleich 2 Gläser Marmelade abgefüllt und das ist jetzt das, was wir hernehmen, um unseren Mürbteig damit einzupinseln. Genau. Das wären die 2 Gläser Erdbeermarmelade. Die haben wir am Fenster gehabt. Seht ihr schon, die hat schon eine gewisse Festigkeit bekommen. Wenn er Marmelade selber macht, einfach schaut, dass er die Gläser so voll wie es nur geht machen könnt, damit die Luft rausgedrückt wird. Sprich also auch irgendwelche Bakterien, die in der Luft sind. Zuschrauben und einmal das Ganze umdrehen, so praktisch, dass die restliche Luft
jetzt in die andere Richtung gedrückt wird und nochmal erhitzt wird und so wirklich gewährleistet ist, dass das Ganze lang haltbar bleibt. Klaus Kinski würde die Dame mal gerne näher kennenlernen. Ich weiß nicht, ob sie noch Termine frei hat, aber das könnt ihr dann in meinem Vier-Augen-Gespräch vielleicht mal erörtern. Der Klaus Kinski. Klaus Kinski schreibt da, ja. Da, ja, der Klaus Kinski. Klaus Kinski fand ich ja immer richtig klasse. Hä? Für seine legendären Western. Ach so? Ah ja, hat schon was, gell? Sollten wir den jetzt schon bepinseln? Habe ich jetzt nicht mitbekommen, Leonie, nochmal. Sollen wir den schon einschmieren oder warten kurz? Komm. Schauen wir mal, wie kalt sie ist. Ja. So, hier schlagen wir Sahne, den wir nachher, wo heben wir es drunter nochmal, oder? Unter die Vanille. Ach genau, das wird hier praktisch die Masse, die wir nachher dann auf den Biskuit draufschmieren, den wir für unseren Erdbeerkuchen. Wir schmieren den, wir streichen. Oder wir streichen den, Verzeihung. Also, und das ist jetzt, wir schlagen Sahne, die geschlagene Sahne heben wir nachher unter unsere Vanillecreme drunter, dass es ein bisschen lockerer, luftiger wird. Genau. Hier läuft unser Erdbeereis. Mikos, Juhia, Lexum, Lexo, Lexaxonum, oh Mann, ganz schwer auszusprechen. Ich sage mal Lexa. Mixo, Juhia, sagt mir jetzt gar nichts. Ich glaube, die passt schon so, Leonie. Soll es dann schon auch unterheben? Wo haben wir die Vanillecreme? Habe ich die hier rüber gemacht? Genau. Mhm. Niemand zu Hause. Ja, schmeiß rein. So, haben wir noch Gummi auskratzen. Achso, ich habe es kann sein, dass es viel Sahne ist. Achso? Ja, schauen wir mal dann. Haben wir einen Schneebesen noch mal auch irgendwo, oder? Der ist hier, ja. Ja? Ah, okay. Das kann man auch noch ein bisschen aromatisieren mit einem Schluck Kirschwasser oder so. Schauen wir mal, was wir haben. Ob wir da. Wir haben meistens sonst nur immer diesen. Ja. Ich glaube, da haben wir in dieser Richtung. Ah, doch, da habe ich irgendwie einen Geist, habe ich da. Ein bisschen. Da haben wir ein bisschen Geist, haben wir. Ein bisschen Geist haben wir, Himbeergeist. Bald, Himbeergeist. Bald Himbeergeist. Ich weiß nicht, ich bin rein. Ja, da muss ja schon ein bisschen Stimmung aufkommen. Ist doch gut, wenn die Tanten da mit dem Kaffee trinken da sind und auf einmal Geschichten aus ihrer Jugend erzählen. Ja, wo sie erst immer mit dem Knutschen erwischt worden sind und so. Aber sonst wenn du Kinder hast? Ja, das sage ich immer. Also ihr müsst nie Weißwein verwenden oder Alkohol. Wenn ja, ist jetzt nicht zwingend, da geht es nur ums Aroma. Also stellen wir das wieder kalt. Das schmeckt aber geil. Ha, also, doch ein Schuss mehr Vertrag, gell? Ja. So. Die Sahne darf dann jemand ausschlecken. Die gibt es dann gleich zum Eis dazu. Oder zum Kuchen. Da ist schon genug Sahne drin. Schau mal, das wird jetzt schon ein bisschen dickflüssiger. Genau. Schauen wir mal, ob wir das da so ein bisschen vermitteln können. Ja, schwer wahrscheinlich. Aber ja, auf jeden Fall sieht es deutlich cremiger, wie wir es am Anfang hatten. So, habe ich da noch Platz für die Sahne? Unsere Erdbeerpampe auf dem Mürbeteig. Okay.
So, genau. Also nochmal unser Mürbteig. Den haben wir bereits auf so einen Karton gesetzt. Man sieht noch unsere Speisegabel, damit er eben keine Blasen wirft. Hat er alles gemacht? Ja, der war anständig. Ja, wenn ich nichts kann, aber Erdbeermarmelade verstreichen auf dem Mürbteig. So viel muss da drauf. Okay. Benjo, Denjo, oder? Also bis zum Rand raus. Auch noch. Ja, bis die Ute sehen wird. Ja, die Ute. Ja. Macht dir das besser wie ich, oder was meinst du? Die Ute, die streicht immer alles bis schön bis zum ja, Rand die... raus. Ja, die. Ganz exakt. Ja. Ja, das ist ja. Aber schön. Ja, schau, jetzt habe ich es auch überall fast bis zum Rand gestrichen und nur ein bisschen gesaut. Sehr schön. Ja. Genau. Macht man eigentlich, wenn wir nachher die Creme aufgeschmiert haben, aha, dass man da auch noch irgendwie gemahlene Nüsse unterstreicht, um helfen, weil die Feuchtigkeit von den Erdbeeren macht man sowas, machen wir nicht, oder? Wo machen wir im Pfetschgendatsch oder so, oder nur? Gibt's, ja, ja. Der saftet ja auch, weil du im Backofen backst, aber die Erdbeeren bleiben, ja, sonst. Haben wir ja, genau, die werden ja gar nicht mehr irgendwie. Aber wir machen jetzt schon mehrere Schichten. Also wir teilen ja den Biskuit in drei Teile. Ach so, okay. Dann kommt da die unterste drauf, dann kommt Vanillecreme drauf, dann kommen Erdbeeren drauf, dann kommt ein Boden drauf, dann kommt Vanillecreme, Erdbeer, Boden, Vanillecreme. Ah, okay. Und okay. Dann kommen die letzten Erdbeeren und dann kommt Tortenguss. Ah. Weil diese so hoch Biskuit und dann eine Lage Erdbeer, das ist so unfruchtig und so ungeschmackig. Ja, verstehst. Viel Teig, wenig Obst, gell? Genau. Ja, weil du gar nicht die Menge an Obst gar nicht mehr unterbringst, wenn du den nach oben belegst. Ja, genau. Lieber weniger Creme. Also, nicht so wieder was fett, gelernt fürs Leben. Fruchtig. Also, nicht nur Erdbeer oben drauf, mehrere Schichten, genau. So viel haben wir viel mehr. Das ist ja oft beim Erdbeerkuchen, hat man so hoch, ja, 80% Teig. Wahrscheinlich so. Nee, aber es hat, glaube ich, eigentlich leuchtet es aber immer, wenn du einschaltest. Das war gerade aus. Ja. Aber ich glaube, wenn sie Temperatur erreicht, dann. Also. Ah, okay. Genau, kannst du schauen, wie der okay, 100 deine Kamera dann noch. Sollen wir nochmal unseren Teig anschauen, ja? Schauen wir gleich unseren Teig nochmal an. Ach ja, der Fiederler. Kennst du den Fiederler? Den Aaron Le Fliederer? Irgend so französischer. Ja, Hobbykoch, Sternekoch, der schlägt seine Sahne immer von Hand. Ja, ja, der hat wahrscheinlich auch mehr. Der hat ja keine Ahnung vom Backen, oder? Nein, der hat wahrscheinlich auch. Also. Aber das stimmt, von Hand geschlagene Sahne ist die beste Sahne. Und auch Eiweiß von Hand geschlagen. So viel Volumen, wie du von Hand runterschlagen kannst, kannst du mit der Maschine gehen. Okay. So, bist du? Ja, wir sind schon weit. Schauen wir wieder unseren. Wieder mal so. Wir drücken wieder drauf. Jetzt kommt er schon ziemlich gut zurück. Wer sich noch erinnert an die erste Dalle, ja, die ist haben wir immer noch, da. Genau. Und so, jetzt hupft er eigentlich schon ganz gut. Jetzt lassen wir noch 3 Minuten und dann ist er fertig. Super. Habt ihr damit kapiert, worum es jetzt ging? Ja, also um den Widerstand vom Teig. Der soll ein bisschen zurückfedern. Je mehr das tut, desto ist ein Zeichen, dass wir fast durchgebacken haben. Warte mal. Wir essen dann zwischendurch ein bisschen Erdbeereis oder was dann? Ja. Ja, ich glaube nur ein bisschen, oder? Ja. Ja, brauchen wir ein bisschen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es wird. Aber ich schätze mal, eine Viertelstunde, viel länger. Ja, ja, mindestens. Na schon, oder? Ja. Also wenn da voll ist, da kannst du mit 40 Minuten rechnen. Und der hält unser Zylinder so lange? Ja, ja, der ist nachher immer noch hoch vorne. Ah, okay. Ja, dann. Lachs für unser wunderbaren. Lachsflug. Immer wieder toll, was du uns mitteilst. Der Gourmet-Koch. Nur von Aldi das Beste. Lipton, mit einem Hauch Lipton. Denetto. Ja. So, wir schalten hier wieder her. Haben wir hier? Nichts Interessantes. Nee. Was noch zu trinken? Ein Tortenguss. Machen wir erst, wenn wir. Ja. Macht man sowas heutzutage noch selber, Tortenguss, oder?
bei mir jemand selber. Ja, drum meine Frage. Nein. Das ist ja nur irgendwie Gelatine. Nein, Gelatine ist es nicht, weil Gelatine kann sich aufpuppen. Was ist da drin, was uns dann gelandiert? Ah, okay. Sago oder sowas ist, oder? Hat man das da früher? Nee, hat man da auch mit Karagen. Karagen. Also ich wollte es mal ganz bio machen und habe Agar-Agar genommen. Das Problem ist halt, dass dieser Tortenguss sofort andickt und Agar-Agar wird dann halt nach einer Weile fest und dann ist so die ganze Brühe dauernd rausgelaufen. Okay, ist klar, wenn man halt was glasiert, will man ja eine gewisse Menge an Glasur auf dem Obst haben. Und da ist von Vorteil, dass das natürlich ab einer gewissen Temperatur sofort stockt oder fest wird. Das haben wir eben in Alternativen nicht wieder. So, wir haben Wasser, Fruchtsaft, haben wir gar keinen Farbstoff drin. Ist das wirklich nur Fruchtsaft, oder? Und das ist bestimmt Farbstoff. Also eben, denke ich doch. Und der schnellste und der einfachste Erdbeerkuchen, was ich je gesehen habe, ist schon fast eine Unverschämtheit. Da kaufen die Leute beim Aldi den fertigen Biskuitboden, bringen den Biskuitboden mit in den Kindergarten, bringen die Erdbeeren ungewaschen mit. Da haben wir unseren Erdbeerboden, sieht man, wie elastisch der ist. Ne? Da kannst du richtig drauf rumhupfen. Aha. Da gibt es auch keine Dalle mehr. Hast du ein Holzstäbchen? Wir können ja für die. Holzstäbchen, Schaschlik. Gute Frage, next. Aha. Ah, ein Zahnstocher, geht das, oder? Ja. Zahnstocher, glaube ich, haben wir hier. Oh, ja, Chefin hat umgeräumt vor ein paar Tagen. Weiß nicht, finde jetzt keinen. Doch, da, glaube ich. Guckst du? Ja, doch. Hier, guckst du. Ja, den Angie, süß, gell? Also auf jeden Fall kannst du das reinstecken und hin und her und es ist trocken, ne? Also wenn jetzt da Teigrückstände dort wären, also auf feuchten vor allem, wäre ein Zeichen eben, dass der Teig noch nicht gegart ist. Aber man sieht eben an dieser Elastizität, die der hat, das ist wie ein Sprungbrett. Mhm. So, wir drehen das einmal um, schmeißen ihn da drauf. Das ist jetzt wichtig, dass der nicht zu lange auf dem Blech bleibt, gell? Weil durch die Hitze entsteht irgendwann eine Feuchtigkeit, dann wird er uns nass. Nein. Ja, nehmen wir also das Backpapier. Wir ziehen das Backpapier ab. Ich hätte ich irgendwo gelesen, dass eben wenn du Kuchen backst, nicht zu lange schon, eben dass er ganz leicht abkühlt, aber dann frühzeitig auf dem kühlen Kuchengitter umsetzt. Jetzt haben wir ihn ja gedreht, dann, dass eben durch die Hitze Dampf entsteht, leicht feucht wird das Ganze dann. Jetzt kommt, glaube ich, eher das Schwierige, den Teig hier einigermaßen in gleichdicke Scheiben zu schneiden, Böden zu schneiden, ja, Böden zu schneiden. Das Problem ist, dass er eben so warm ist. Normalerweise packst du den Biskuit halt morgens oder abends oder kaufst ihn fertig und dann ist der halt kalt. Jetzt ist der natürlich furchtbar schlecht zum Aufschneiden. Ja, dann gehen wir noch ganz kurz ans Fenster, essen gleich einen Löffel Erdbeereis. Boah, super Farbe, super, gleich mal ganz kurz ans Fenster, super, wow. So, das wollten wir anmachen, dann müssen wir warten, müssen wir es brauchen erst, oder? Das kennen wir vorher nicht. Was steht denn da? Ich habe die Ah, ja. Und zwar mache ich das immer so, dass ich schneide die so. Und nimm die schönen Scheiben, die brauche ich nachher oben drauf. Und das, was nicht so schön ist. Ach okay, für die letzte Schicht, die nehmen wir zwischen rein. Genau, die hässlichen nehmen wir zwischen rein. Aha. Und die schönen. Aha. Also ich weiß ja nicht, ob wir es mitbekommen haben. Wir machen der Erdbeerkuchen mit mehreren Schichten, weil wir nicht wollen viel Teig und oben dann bloß ein paar Erdbeeren, sondern Teig, Creme, Erdbeeren, Teig, Creme, Erdbeeren. Und oben schließen wir natürlich ab mit Erdbeeren. Die schöneren machen wir dann auf die letzte Schicht oben drauf und die nicht so schönen packen wir eben gerade so die Anschnitte in die Mitte. Das
dass das Ding auf einmal stehen bleibt, weil es zu fest wird, das passiert nicht wieder. Nee. So, ganz kurz mal. Guck, hat hier gerade die E-Mail-Adresse gepostet für irgendwelche Rezepte, die ihr gerne möchtet. Von heute, von Streams, die wir bereits in der Vergangenheit gestreamt wurden. Streams, die ihr auf YouTube findet, die hier nicht mehr auf dem Kanal sind. Könnt ihr gerne eine E-Mail schicken. Dazu muss nur klar hervorgehen aus der E-Mail, um welches Rezept es sich handelt. Schicke ich euch gerne zu. Gar kein Problem. Ich zeige mal, wie die Rezepte da ungefähr aufgebaut sind. Da habe ich gerade noch eins zur Hand. Und zwar, genau, Tagliatelle, leichter Currysoße mit gebratenen Garnelen und Knoblauchkräutern gab es 28.04. Rezepte sind immer so aufgebaut. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, euch interessiert nur die Currysoße, seht ihr Currysoße im oberen Bereich nur die Einkaufsliste, unten drunter genauen Arbeitsablauf, wie ihr die Currysoße herstellt. Das gleiche gilt für die Garnelen, sagt ihr, euch interessiert nur die Garnelen. Okay. Einkaufsliste wiederum, was er braucht für die Garnelen, unten drunter, wie ihr das genau handeln solltet. Die Rezepte schicke ich euch gerne zu. Wie gesagt, dazu nur die E-Mail an die Adresse schicken, wo der Mobot gerade eingeblendet hat. Schicke ich gerne raus. So hat die Ute angekündigt, dass sie... Ich weiß gar nicht, hatte noch gar keinen Account gehabt oder so bis dato. Und sie schaut sich meistens das im Nachhinein an. Ach so. Das live ist sie noch, ist mir noch nicht aufgefallen. Ah, okay. Nein. Schauen wir mal, wo wir gerade aktuell stehen. Ute die Gute heißt sie. Ute die Gute. Hat sie das gesagt, oder? Nein, aber die Ute ist auf jeden Fall eine Gute. Unsere Beste. Festal streamt, ist auch da. Festal, super. Ich habe mir fest vorgenommen, Festal jetzt beim nächsten Video auch mal im Stream reinzuschauen. Ja, alle die streamen, wo man weiß, dass sie streamen, die können gerne auch mal nur sich irgendwie bemerkbar machen. Ich schaue mal eigentlich immer gerne auch bei den Leuten vorbei, die bei mir reinschauen. Mike Gaming, hallo, schön, dass du reinschaust. Oh, Erdbeereis. Oh, das schaut super aus. Ja, sofort Löffel. Angie, Eis gibt's. Eis gibt's. Kleines Tässchen. Und ein bisschen Eis. Erdbeereis. Erdbau, da schmeißt du einen kleinen Stuhl um. Ich habe schon einen Stuhl umfliegen hören. Du. Eis gibt's. Ja, ich hole ein paar. Da, das kann man gut. Da haben wir nicht noch mehr. Da hinten sind sie. Ja, wo willst du sonst reinmachen? In welche kleinen? Ist jetzt nicht einzufrieren. Das ist so, sondern zum Gleich. Oder mach halt so. Ja, sowas kannst du ja auch. Also. Weil jetzt. Was ist los? Ich rede hier auf einmal, ich habe kein Mikro. Ach so, ja, Entschuldigung. Also, nur mal um zu zeigen hier, das hat einen super Schmelz. Ja, prima. Schmeckt einfach. Also wer in der Nähe hier ist, kann gern vorbeikommen. Genau. Werden wir hier zum Erdbeereis essen. So, also wir werden da mal aber gerne ein bisschen probieren. Ich mag auch, meine Leonie dir auch. Ja, Entschuldigung, nicht, dass ich dir da... So, ich mag auch gerne noch so ein bisschen Tick Sahne extra on top. Ja, und Eierlikör. Oh, hast du ein bisschen Sonnenbrand am Hals, junge Frau, du? Also dieses Rezept, was wir jetzt davor gemacht haben, mit jeweils 200 Gramm, gibt also mal diese Menge. Voll. Es gibt bestimmt hier, ich sage jetzt mal, 6-7 Dinger randvoll von denen. Ja, ne? Ja, wenn jetzt sogar mehr, eher 8. Genau. Acht so kleine Timbal, so kleine Förmchen wären randvoll von der Menge, was wir... Mal, für 4 Personen zum Nachtisch ist das sicher ausreichend. Auch mehr als ausreichend, ja, genau. So, und jetzt kann man das einfach auch da drin lassen. Das bleibt erstmal noch gut kalt. Das ist ja immer noch total gefroren. Selbstgemachte Eierlikör. Also, jetzt alle Mann aufs Radl, ganz schnell hierher. Ja?
Und Klingeln, Erdbeereis mit Sahne und selbstgemachten Eierlikör. Ja, ein bisschen mag ich. Hm? Wunderbar. Prima. Mit Eierlikör? Jawohl. Dafür einmal Hallo in die Kamera sagen. Nein. Das ist doch der Eis, nicht dem Eis. Hallo. Hau ich so ein Geschammige, so ein Geschammige. Sehr lecker. Wie Paradiesblume, einmalig. Oh, mit ein bisschen Sahne, wenn du möchtest. Da. Du kannst gerne herumkommen um die Ecke. Die Kamera nimmt dich nicht auf. Da. Super. Boah, richtig geil. Mhm. Also, ich könnte mich länger drin lassen. Wie, also nicht geeignet zum Aufheben oder sagst über für lange Zeit zum Eingefrieren, verliert an Geschmack. Beste Variante ist wirklich und an Cremigkeit. Fertig und essen. Ist halt so, wird sich mit der Zeit wahrscheinlich immer mehr Eiskristalle bilden beim Eingefrieren und das ist das, was der Geschmack dann verändert. Ja. Also, richtig gut. Schauen schon still. Wie sagt meine Frau immer, wenn der Vogel pfeift, dann, wenn der Vogel frisst, dann singt er nicht. Wenn der Vogel frisst, dann singt er nicht. Mhm. Also, nochmal, es gibt Eis zu vergeben. Ja. Hm. Kannst du mal einen Oliver fragen, ob er herradeln will mit dem Marco, wenn er mit dem Radl unterwegs ist. Wenn das jetzt so einfrieren, das kannst du jetzt die nächste Stunde schon noch gut essen. Kann man gut haben. Man könnte natürlich jetzt auch mit diesem Biskuit und dem Eis eine Eistorte machen. Das heißt, also es ist eigentlich auch ganz simpel. Den Mürbeteigboden würde ich jetzt in dem Fall nicht nehmen, aber eine Scheibe Biskuit von unserem Biskuit eben. Natürlich muss er kalt sein. Dann das Eis drauf, dann wieder eine Scheibe Biskuit und dann den Tiefkühler, bis es hart gefroren ist. Dann mit Sahne einstreichen, mit Erdbeeren verzieren und dann so eine halbe Sahne Stunde praktisch nur als Klebstoff, um die Erdbeeren so hinzutackern, oder was? Ja, nicht ja, viele, klar, nicht, ja, genau. Und nein, schon einstreichen, wie eine Torte halt. Das ist halt eine Eistorte. Richtig fest mit Sahne. Okay. Genau. Mhm. Und dann wieder eingefroren, oder was? Ja, genau. Und dann kannst du es halt als Nachtisch hernehmen. Wenn oder Schokoladenüberguss oder was eben. Kuvertüre drüber. Also komischerweise war. Weil es zu schnell fest wird, weil es eingefroren ist. Weil, also wir komischerweise, wenn wir Eisbomben in der Leere gemacht haben, war immer diese Schokoladen, haben wir da immer drüber gemacht. Ja. Aber ist auch blöd zum Schneiden, weil das ja dann splittert, wenn das so kalt ist. Ja, darum haben wir diese Schokolade immer mit Läuterzucker vermischt. Ah, okay. Also, was mir das Einzige. Hast du irgendeine Tupper-Schachtel, dann ja, können wir es abfüllen. Mhm. Na, jetzt probiere ich nochmal ein bisschen. Boah, jetzt kommt der Eierlikör, aber heftig. Der ist irgendwie hochprozentiger wie sonst, du. Boah. Deine du Hunde, das mache ich mit der Eismaschine. Aha. Aber nicht, dass du einen Dosen speibst, du, ha? Du hörst die Ute, hört dich nicht. Wenn ich hier wurschtel, glaube ich, hört sie dich nicht. Soll ich was schreiben? Kannst auch schreiben, da musst du nur mit der Maus unten ins Chat gehen, schau. Kannst du auch schreiben, da. Wenn du... Kannst du schreiben. Aber wenn ich neben dir stehe und nicht so weit weg, dann geht es mit dem Mikro schon auch. So. Die Ute, die Gute, ist meine nette Arbeitskollegin. Deswegen kennt ihr die Leonie auch. Und wie vorhin schon erwähnt, Leonie besucht uns jeden Morgen in der Früh. Fragt immer, was wir zum Frühstück möchten. Macht uns immer leckere Thunfischpampe. Ja. Ich nehme noch ein bisschen Eis durch, bevor wir es wegpacken. Ist echt gut. Du bist eigentlich ja, süß, nein, bin ich, aber schau mal meine Menge. Ja, aber mit dem Eierlikör, das deckt das alles gut ab, bitte. So, und jetzt ist auch klar, warum hier dieser Randlauf ist, damit man nämlich diesen Topf vorstellen kann. Sonst würde es nicht gehen, ja. Was ist hier Alkohol drin? Wird es ein Problem geben mit der Festigkeit? Ja. Ja, also generell wisst ihr, hochprozentiger Alkohol friert nicht. Und man kann natürlich schon was reintun. Aber es wird wahrscheinlich dann an der Kompaktheit das Eis ein bisschen. Es wird einfach auch sehr viel länger brauchen. Das wird natürlich nicht so
ein bisschen macht nichts, aber wenn da viel Alkohol drin ist, dann wird es nicht richtig. So, Sahne brauche ich. Da ist nochmal Sahne. Also kann ich euch nur empfehlen, Eierlikör, bisschen zu viel Sahne aufschlagen, die ihr dann nicht braucht, und dann Erdbeereis essen. Aber das ist noch besser, das ist noch am Rand natürlich noch einen Tick fester gefroren. Richtig klasse. Deckel? Mhm. Haben wir auch, ja. Entschuldigung. Jetzt ganz unten, schau. So, wo ist meins? Ist es meins, was hier steht? Ich glaube schon. Also ich finde, für eine 25 Euro Eismaschine ist das eine richtig gute Leistung. Das ist eine richtige super Investition. Da ist ja noch viel zu viel drin, Frau Seifried. Ja. Einmalig. Gut. So, das kann man jetzt, das muss man jetzt leider vollständig auftauen lassen, weil das Ganze ist nicht abwaschen, weil das Wasser neigt. Ja, das stockt uns gleich. Mhm. Und dann eben einfach auswaschen und sofort wieder in den Tiefkühler, dann ist das immer bereit, das heißt, Eis zu machen. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nach Menge, was ihr habt. Und was braucht ihr? Ihr braucht Zucker im Haus, am besten dann halt, wenn ihr vorhabt, das öfters zu tun, euch ein bisschen Läuterzucker, diesen Zuckerwasser im Verhältnis 1:1 also auf Vorrat ein bisschen kochen, weil das ist halt wichtig, dass das kalt ist. Dann geht es dementsprechend schneller auch. Wir müssen nicht warten noch, bis dieser Zuckersirup abgekühlt ist. Und dann ist es hier. Und dann eben im Verhältnis 1:1. 100 Gramm Erdbeeren, 100 Gramm Sahne, 100 Gramm Zuckersirup, sprich Läuterzucker. Lecker! Boah, mit dem Eierlikör ist echt gut. Eigentlich nicht besonders schwierig, so ein bisschen. Seht ihr, wie er es macht? Man dreht den Teig immer parallel oder den Boden. Ja. Mhm. Wichtig ist halt, dass er das Messer schneiden lässt, also nicht drückt, sondern wirklich diese Schneidebewegung. Das machen ganz viele auch bei ganz vielen Varianten immer falsch, dass sie viel zu viel Druck aufs Messer ausüben. Und da sieht man jetzt halt, durch das, dass er einfach nur nicht kalt ist, ist er halt hupft sehr ein bisschen so, gell? Locker einfach und also schwerer, viel schwerer zu schneiden natürlich. Ja, gell? Nicht wirklich, aber es ist halt nicht so schön. Aber bei uns geht es ja jetzt auch nicht um die Schönheit. Sondern damit wir euch gezeigt haben, ja, das einen Zeitrahmen sprengen. Also sinnvoll ist es, wenn man so eine Erdbeertorte machen will, dass man den Biskuit einen Tag vorher. Der verliert auch keine Qualität dann irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Wie lange können wir die problemlos stehen lassen, unsere Erdbeertorte? Was? Wie lange können wir die problemlos im Kühlschrank drauf? Biskuit? Nein, ich meine jetzt unsere fertige Torte dann. Ja, also muss man halt dann, wenn man sie nicht aufisst, im Kühlschrank aufbewahren. Da hat man meistens nicht so viel Platz und meistens auch schöne Gerüche. Ja, das ist das Nächste, halt, dass die Torten dann also Geschmack annehmen. Am besten ist, Leute einladen essen. Und gleich genau. Zum Essen. Mhm. So, also, dann gibt es nachher Erdbeerkuchen und ein bisschen Erdbeereis. Ja, so ein Erdbeerkuchen mit einer Kugel Erdbeereis. Das ist noch der Knaller, gell? Ja, ja. So, jetzt brauchen wir hier unsere Vanillecreme, oder? Genau. Ah, die haben wir nicht hier, die haben wir da drüben irgendwo, glaube ich. Da ist sie, ja. Die brauchen wir jetzt praktisch einmal, zweimal, dreimal oder was? Zweimal, dreimal. Dreimal, genau. Wieder eine Spatel habe ich. Wir haben hier so einen verschiebbaren Tortenring. Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Man kann es auch so zusammenbauen. Aber es wird exakter und schöner. Und der Guss läuft dann auch nicht so durch die Gegend. Ja, da brauchen wir irgendwie eine andere Palette. Kommen wir nicht gescheit rein mit sowas, oder? Da brauchen wir keine Palette. Da, schau her, oder sowas. Es kann sein, dass der
der Mürbeteigboden halt ein bisschen zu groß oder zu klein ist. Es ist zu klein ist eh wurscht, aber wenn er zu groß ist, einfach abdrücken. Magst du das? Löffel? Mülltonne, hallihallo, schönen guten Abend. Mülltonne? Ja, guckst du, heißt einer Mülltonne. Okay. Ja. Ein raffinöses Teil. Gell? Mhm. Wenn man schon nicht backen kann, braucht man ein gutes Werkzeug wenigstens. Ja. Du wisst ja, also schlecht spielen darf man ja, Hauptsache die Ausrüstung ist gut. Ich kann ja sowas gar nicht, ich bin ja da so mit niedrigsten Ansprüchen zufrieden, oder? Zu arbeiten. So, na. Man kann die Creme natürlich mehrer nehmen oder dicker nehmen, aber wie gesagt, ich bin jemand, der es lieber fruchtiger mag und weniger cremig. So. Ja, ich persönlich finde ich jetzt auch, wenn schon ein Obstkuchen sein soll, dann sollen wir vom Obst was. Dann schmeißen wir das da drauf. Aha. Diese nicht so schönen Erdbeeren. Gar nicht so groß reinschlichten, jetzt schön da. Nö, so irgendwie muss einfach. Gar nicht schön sein, okay. Einfach rein. In der Variante geht es einfach jetzt so viel wie möglich Obst in den Kuchen unterzubringen. Und das schafft er nicht, wenn er es nur oben auflegt. Mehrere Schichten schaut oben total bescheuert aus. Drum so. Ist das hier jetzt eine ganz gute Variante. Den nächsten rein. Was auch unschön ist, wir haben jetzt einen Boden, einen Mittelteil und einen Deckel. Mhm. Und ich würde jetzt nicht den Deckel so rum reintun, weil wenn man den anschneidet, hat man dann eine dunklere Schicht. Ja, zwischendrin, genau, ja. Also. Genau, das finde ich jetzt nicht so schön. Also das würde jetzt ein Profi auch nicht machen. So, das kann man jetzt ein bisschen andrücken. Damit es dicht ist. Das muss ja auch kleben, damit man es nachher schneiden kann. Musst du es stehen lassen nachher, zeitlang? Bis der Glasur soll halt fest werden. Ja, genau. Ja. Die Zeit, wo wir für die Glasur brauchen. Ich glaube, es ist hier gerade nichts Interessantes da. Passiert im. Schau dir da lieber zu. So, jetzt habe ich leider die alle nicht so schön Erdbeeren verballert. Jetzt müssen wir uns noch ein paar schneiden. Ah, okay. Haben wir noch Erdbeeren? Oder meinst du denen da? Wo hast du noch Erdbeeren? Nee, wir haben noch Erdbeeren. Ah, okay. Noch schneller waschen, sehe ich gerade. Ein bisschen zuzupfen und waschen. Kriegen wir hin. Das habe ich gerade schon sauber gemacht. Ja. Ich war schon Erdbeer selber pflücken. Bei uns wuseln es da im Erdbeerfeld zurzeit schon. Wie verrückt, oder? Also nochmal besonders schön. Das sieht man einfach nachher nur diese weiß-rote Schicht. Schön machen wir das dann erst oben drauf, genau. Könnte man mit Mandeln. Seitlich angebräunte Mantelsplitter. Müsste man aber vorher Sahne hinschmieren als Klebstoff wieder, ja, oder was? Oder Erdbeermarmelade haben wir ja noch vom Boden. Aha. Mal schauen, ob die Mandeln vielleicht zufälligweise da. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also es geht jetzt um den Rand irgendwie noch schön zu gestalten. Könnte man, wenn wir den Tortenring wegmachen, mit Erdbeermarmelade den Rand einschmieren als Klebstoff und da angebräunte Mandelblättchen anbringen, anhaften, anheften. Aber glaube ich, Mandelblättchen haben wir keine. Die sollte doch auf jeden Fall vorher dann. Ach, was ist das hier? Nee, das ist irgendwas Gemischtes, glaube ich.
Irgendwie Ange Spezial, ja. Mandeln. Also gemahlene Mandeln. Nein, haben wir leider keine Mandeln. Mach mal nimmer. Also, hast du dich erledigt, aber trotzdem hast du Sonnenbrand. Bis zur Hälfte vielleicht schon wieder rein. Aber geht nicht über die magische Grenze hier drüber. Ja, wollte schon. Es gibt auch nicht nur gleich Erdbeereis mit Eierlikör und Sahne, sondern es gibt auch gleich noch Erdbeerkuchen. Zur Not auch eine Tasse Kaffee, vor allem die wir weiter herkommen. Habe ich auch noch zur Not eine Tasse Kaffee parat. Warum kein Eierlikör zur Zeit? Solltest du keinen Alkohol trinken? Mülltonne. Selbstgemachter Eierlikör. Jetzt weiß ich gar nicht, warum haben wir eigentlich unseren Alkohol reingeschüttet vorhin? Ja, damit es einfach... Keine unsere Creme, ja, es war jetzt nicht mehr... ich wusste nur, ich sehe nur die Flasche da stehen. Ich wusste jetzt aber nicht mehr, wo wir den reingekippt haben. Ja, Wahnsinn, Leute. Schaut euch das Monster an hier. Kannst du abschlecken. Ja, probieren, da ist Alkohol drin. Also ich mache die erste Schicht immer so. Ich habe das Ganze mit ein bisschen... Abschließt. Himbeergeist verfeinern. Bald Himbeergeist. Mangels Erdbeergeist. Aber man kann natürlich auch Erdbeerlikör nehmen. Romani haben wir erwähnt. Oh, das ist nicht schön. Das ist nicht aufgepasst. Ah, wegen Medikamente, ja, das verträgt sich nicht. Alkohol, ja. Medikamente, Scheißdreck, ja. Du musst jetzt schon die ganze Torte aufessen. Nee, er meinte Eierlikör und Eis. Sehr schade. Notfalls in den Koch, okay. Aber Paul, nächste LAN-Party findet irgendwie im August statt. Müssen wir uns bei Gelegenheit vielleicht nochmal so unterhalten, wenn du wirklich da ein Interesse hättest. Wie gesagt, einerseits wäre das nicht das erste Mal, dass wir irgendwelche Leute da irgendwas einladen oder kommen können. Wir hatten ja schon mal kurzfristig überlegt, ob wir mal eine Follow-Grillparty machen. Oha. Hier im Garten. Ja, der Gedanke steht immer noch. Die Angie kann ihren Flammlachsgrill zum Einsatz bringen. Ja. Ich sponsere ein Fassel Bier oder Getränke. Und, ja, aber da müssen schon mal... ja, die müssen sich natürlich schon jetzt über Zeit hier ein bisschen als sympathisch herausgestellt haben. Wobei ich jetzt die muss sagen muss, mit denen ich so, was ich so wahrnehme, also eigentlich kein Bedenken hätte. Und dann werden wir mal hier, da wir einen großen Innenhof haben, am Innenhof vielleicht dann eine Community-Treff machen. Ganz genau, so nennt sich das, Community-Treff. Das ist ja quasi schon eine Convention. Es ist schon. Ich habe ja eine Amazon Prime-Mitgliedschaft, deswegen habe ich auch eine Twitch Prime-Mitgliedschaft und deswegen habe ich ein Abo. Das ist jeden Monat umsonst irgendjemand, auch einen fleißigen Streamer, schenken kann, unterstützen kann oder wie man es auch immer nennen möchte. Das habe ich letztens getan. Hat genau eine Woche gedauert. Dann habe ich eine Einladung bekommen nach Düsseldorf zum Community-Treffen. Wurde ich angeschrieben von der Dame. Von einer ist auch eine Köchin. Da ist eine Köchin. Ja, das ist halt so, das verfolge ich ein bisschen Interesse, also massiver. Da die Kochstreams von anderen Streamern, was die so machen. Kann ich irgendwas abgucken? Ja, und lernen. Lernen. Man kann ja immer was lernen. Klar, man kann auch in jeder Fanta-Bude, wo man mal hinkommt, immer irgendwo ein bisschen was mit. Sehe ich das schon auch, ja. So, Dieter, jetzt wäre ich bereit für einen Guss. Einen Guss soll man machen. Da muss ich aber andere Okularien. Nach Rezept gucken.
Na, kann ich nicht. Ich muss mir erst andere Okularien holen, weil das ist die Brille, mit der ich es nicht sehe. Aber das ist ja kein Weg zu weit für dich. Ja, aber bitte. Na, das schaut so doof aus, wenn ich die Brille aufsetze. Ich brauche schon eine Mannsbrille. So, jetzt habe ich meine Lesebrille. Ja. Das ist so die Computerarbeitsbrille, die andere, und das habe ich meine Lebens. Oh Mann, jetzt aber für 250 Milliliter Flüssigkeit brauchen wir alles, oder? Denke ich schon, das wird jetzt auch nicht die. Ja, ja, Viertel Liter. Also, drin haben wir Stärke, Geliermittel, Säuerungsmittel. Ja, genau. So, jetzt da. Ein Päckchen Tarten. Esslöffel Zucker. Zwei gestrichene Esslöffel Zucker mit einem kleinen Topf mischen und nach mit 250 ml kaltem Wasser oder Flüssigkeit mit einem Rührlöffel glatt rühren. Steht hier. Hm? Also, dann erzähl mal, wie du. Also, wir nehmen jetzt den Rest. Also, Wasser ist immer blöd, wenn man was mit Wasser kocht. Entweder nimmt man ein bisschen Erdbeersirup oder einen Erdbeersaft. Oder wir haben da noch einen Rest Marmelade. Den haben wir jetzt dann in den Trockenguss. Weil alles, was wackert, ist besser als Wasser. Wasser. Also, habt ihr es mitbekommen? Wir nehmen jetzt für den Wasser, für den Trockenguss ein bisschen von unseren Resten. Festa, gleich komme ich auf dich zurück, oder? Für unseren Tortenguss nehmen wir jetzt Wasser und ein bisschen von unserer restlichen Marmelade, die wir nicht mehr gebraucht haben, einschmieren. Ganz genau. Ja, schau, Leonie, die hat das schon drauf. Die denkt schon mit, das ist mal. So, jetzt da. Wasser brauchen wir, sagst du. Halt, das ist die Erdbeeren. Nehmen wir mal eine Tasse einfach. Ja, Festal, werden wir auf jeden Fall mal hinkriegen, ja. Lässt sich die Erdbeermarmelade einfach, damit sie weg ist. So, 250 haben wir gesagt, 70 war es. 320. Nein, insgesamt. Ah, mit dem. Ah, okay, okay, das war jetzt die Flüssigkeit, ja, okay. Gut. Schmeißen wir den Tortenguss rein. Na, Festa, werden wir auf jeden Fall mal hin. Scheiße. Also, Scheiße, Hilfe, meine, das Haus explodiert. Da. Genau. So, ein bisschen Zucker brauchen wir. Zucker brauchen wir. Nehmen wir hier den. Na? Da müsste ich ja den nehmen. Nein, nein, ist schon ganz drüben, steht auch. Ah, können wir Gelierzucker, ist das, was ist da anders zum. Das ist kein Gelierzucker. Ach, okay, ich meine, das wäre jetzt Gelierzucker. Zucker? Mhm. Du musst es einmal aufkochen und dann ist gut. Dann kann man es reinnehmen. Müssen wir es dann ein bisschen runterkühlen lassen, dann erst? Oder? Ja, brauchen wir ja. Okay, dazu brauchen wir wieder einen Pinsel, oder? Ja. Wir hatten schon mal einen. Der war irgendwo in der Marmelade drin. Wir haben aber eventuell noch einen zweiten im Haus, glaube ich. Pinsel. Ja, noch einen zweiten. Müssen wir da mal ein bisschen wühlen. Ich baue mal ein bisschen die Maschine ein. Vielleicht kriegen wir ein bisschen einen Überblick, wo der Pinsel ist. Der kann ja hier nur am Becken liegen, oder? Ah, hier kommt es eingereicht. Ah, ist einer, okay. Halt. Dann schmeißen wir mal die Maschine an. Lass uns das ausschauen, müssen wir als Erdbeer ist alles selber essen. Ne? Okay. Dann kann man das einmal anschmeißen. Maschine eingeräumt. Ach, deine Erdbeertage. Wir haben Erdbeertage. Ja. Erdbeerstream, Erdbeertage. Ganz genau. Hier in der, ums Eck rum haben wir die ersten Plantagen eröffnet zum Selbstpflücken.
Also Festal zum Beispiel, wir treffen uns jeden Freitag. Wir haben auch so einen kleinen TS-Server. Kannst gerne mit draufkommen. Wir haben im Vorfeld, wie gesagt, noch irgendwie nochmal abklären. Am besten, du schreibst mir einfach über die E-Mail mal irgendwie kurz an. E-Mail-Adresse hier, wo über Kochen mit Didi. Und dann schreibe ich zurück, wann wir wo sind. Und so können wir uns dann treffen. So, jetzt haben wir wieder Ton. Sorry Leute, aber wie gesagt, ich muss mich wiederholen, mein Sohn hat mich sabotiert. Weil nach jedem Stream gehe ich immer her, nehme die Akkus raus, mache es ins Ladegerät rein und lade es. Und dann reicht es auch immer. Und ich nehme die Batterien, die Akkus immer nur für einen Stream her. Aber wir hatten gestern LAN-Party und der Sohn hat dann mein Ladegerät ausgesteckt, da wir ja gestern schon gestreamt hatten.
Da habe ich auch schon das Problem mit den Batterien gehabt. Da habe ich den, ich weiß gar nicht, wo ich es her hatte. Jetzt habe ich die. So, den Tortenguss haben wir drauf, sehe ich. Also, es ist definitiv keine Tomatensauce auf dem Erdbeerkuchen, sondern wir haben ein bisschen Marmelade in den Tortenguss, damit es einfach mehr nach Erdbeeren schmeckt. Und weil es auch noch übrig war. Und besser ist wie Wasser, wie wenn wir. Genau. Es ist einfach mehr Geschmack und eigentlich ist jetzt fertig. Ja. Ganz kurz warten, bis der Glasur ein bisschen fest wird. Eigentlich müssten wir es mal kurz kühl stellen. Damit wir es schöner anschneiden können, oder? Ja, also es wird jetzt beim Anschneiden eher... Ein bisschen wackelige Geschichte. Der Teig schon zu warm war noch, gell? Dem fehlt die Stabilität eben durch die Frische, gell? Ja. Aber um euch zu zeigen, wie das ausschauen könnte... Tomatensoße, Rinirax. Du Böser, nichts Tomatensoße. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Erdbeermarmelade, die wir gekocht haben, übrig und die haben wir jetzt mit dem Tortenguss verwendet. So, nochmal Aufruf. Wer ein Stück Kuchen mag oder Erdbeereis mit Eierlikör und Sahne, hier bitte klingeln. So, ich habe das andere von dir in die Maschine, bringe ich dann halt. Achso, hättest du jetzt vielleicht gebraucht, dann komme ich erst in der Woche wieder. Da. Ja, ja. Passt das, Leni? Okay. Also nochmal kurz, den, wenn du behauptest, dass das Tomatensauce ist, die wir auf den Erdbeerkuchen machen, dann bist du böse. Nein, auf den Apfel kommt immer Tomatensauce auf den Erdbeerkuchen. Das wollten wir aber euch nicht zeigen, diesen Trick hier. So, also wie gesagt, Ton haben wir schon die vom Verstärker die Batterien geleert. Die waren dann schon auch nicht mehr die besten. Jetzt habe ich gerade die von der Sky-Fernbedienung die Batterien geholt. Ich hoffe, die reichen jetzt noch für die restliche Sendezeit, wobei wir aber schon eher jetzt Richtung... Brauchst eine Brille? Okay, dann einigen wir uns darauf, Rini Rax, dass du nicht böse bist, sondern eine Brille bräuchtest. Okay, lass ich auch gelten. So. Ja, Leute, wie gesagt, jetzt geht es nur noch darum, dass wir unsere Erdbeertorte mal anschneiden. Mir hat es heute super, super Spaß gemacht, noch viel mehr Spaß wie sonst. Ich hoffe, ihr konntet irgendwann auch ein bisschen was mitnehmen. Ich bedanke mich vor allem nochmal für den Host. Snackerino TV, Snackerino, schau. Der hat uns ein paar Zuschauer geschickt, vielen, vielen Dank nochmals dafür. So, für unsere neuen Zuschauer, die ein bisschen mehr über mich wissen wollen, können hier im Kanal nach unten scrollen. Steht ein paar Informationen, was euch vielleicht interessieren könnte. Es gibt auch ein paar Bilder, die ich verlinkt habe. Vielen Dank, Huck. Hier, das ist meine E-Mail-Adresse, wenn irgendjemand Bedarf hat an Rezepten von heute, von vergangenen Streams, dahin kurz eine E-Mail-Adresse an der E-Mail schicken. Wichtig eben wäre nur, dass es aus der E-Mail hervorgeht, um welche Rezepte es sich genau handelt. Könnt auch also problemlos zwei oder drei Rezepte anfordern, gar kein Problem. DH kommt, was ist DH kommt? Emmeltochter. DH kommt, verstehe kein, nur Bahnhof. Ah, Dennis Hertha kommt jetzt da. Erdbeertorte zu holen, ja, ja. Genau, die hier kommt. Und genau, für Rezepte, die hier im Stream noch sind, die euch interessieren, könnt ihr anfordern oder sind schon viele nur noch auf YouTube zu finden. Daher findet ihr einen Link dazu auf dem YouTube-Kanal. Für alle Zuschauer, die mich noch nicht gefollowt haben, wäre super lieb von euch, wenn ihr das machen könntet oder würdet, dann würde mich und den Kanal damit ein bisschen unterstützen. Genau. Für die Leute, die noch ein bisschen mehr wissen wollen, zum Beispiel, was für Hardware ich hier im Einsatz hat zum Streamen, findet alle auf der Kanalseite. Ihr könnt das anklicken, was ihr da seht, dann wird er verlinkt zu Amazon. Da könnt ihr es. Fepski. Vielen, vielen Dank für dein Follow.
Herzlich willkommen hier im Kanal. Genau, da könnt ihr das nochmal euch anschauen, was ich hier eben als Hardware im Einsatz habe, eben auch in Bildform. Was für schnurloses Mikro, was für Mischpult, was für externe Soundkarte, was für ein Kompressor. Das ist alles, um den Ton zu optimieren. Ja. Da möchte ich mich vielen herzlich bedanken bei meiner Leonie. Ganz, ganz lieb von dir, echt. Toll. So. Ich habe auch wirklich einiges mitgenommen heute. Wie ihr ja wisst, ich der große Bäcker bin, sprich Patissier. Also nochmal, Biskuit am besten einen halben Tag oder länger stehen lassen, damit er ein bisschen kompakter wird. Dann, wow, was würdest du am Rand jetzt machen? Gar nichts, oder? Du machst keine Mandeln mehr oder sonst was? Ich mach's extra nicht, weil wenn du jetzt da die Mandeln dran tust, dann schaut das aus wie aus der Konditorei. Das ist der Hinweis drauf. Das ist jetzt einfach, das schaut einfach selber gemacht aus. Genau, das ist das, was ich auch... Aber schöner ist natürlich mit Mandeln oder Schoko oder irgendwas. Pistazien wären auch schön außen dran. Also das ist das, was ich auch euch immer sage, wenn ihr mal eine Mousse au Chocolat macht, verrührt die Sahne nicht zu 100%ig mit der Schokolade, dass immer so ein bisschen was da ist, wo die Leute zum Denken anregt und sagt, Mensch, warum ist das so? Hat die den vielleicht selber gemacht? Und eben hier mit dem Rand, das ist genau der Hinweis auch, wo so eine Torte nirgends beim Bäcker kriegt. Der schmiert da immer was hin. Ja? Also ist es auch ein Zeichen, weil die sagt, die schaut so super aus, die muss vom Bäcker sein. Wer jetzt der Hinweis, dass die bestimmt nicht vom Bäcker ist, weil der den Rand bestimmt dementsprechend auch noch... Sieht fast so gut aus wie von... Ja, genau, von Koppenrad. Wer sagt's? Rini Rax, der wieder seine Brille nicht auf hat. Ich sehe es hier leider nicht aus der Entfernung. So. Also Leute, wenn das jetzt mal ein Stück Erdbeerkuchen ist, also dann weiß ich auch nicht mal, was ein Stück Erdbeerkuchen ist. Oder? Hammer. Aber wie gesagt, das ist alles schöner und besser und fester, wenn man es eben ein bisschen vorher macht und nicht so dann rutscht es auch da oben nicht rum und so. So einen halben Tag im Kühlschrank, dann tut der Sache wahrscheinlich auch noch gut, gell? Also super. So, der erste Abholer haben wir schon, die haben sich schon angemeldet. Formel 1 Ute, wünsche dir noch einen schönen Resturlaub. Ja, viel Spaß beim Formel 1 schauen, das habe ich auch gerade gesehen bei Batterien stehlen. Rini Rax, das schaut besser aus wie Koppenrad und Wiese, aber ich verzeih dir, weil du brauchst eine Brille, hast du ja erwähnt. Oder mit Brille würde das nicht passieren. So. Leonie, möchtest du irgendwie ein bisschen was mitnehmen? Nein. Kommt kein Besuch zu dir oder sowas? Nein. Und für das Geschäft für halbe? Nein. Ah, nicht, oder? Schatzelein, vielen, vielen Dank. Oh. Echt, Leonie, ganz, ganz lieb von dir. Echt? Ja, gerne. Doch. Schön. Also, mir hat Spaß gemacht. Also, ihr müsst jetzt viel erdbeeren. Ja, der erste Wert ist schon abgeholt. Ja, Leute, was gibt's noch zu sagen? Nein, jetzt haben wir 2,25 Stunden gestreamt. Das ist, ja, Durchschnitt. Mit Durchschnitt ist es gut, ja. Jetzt gibt es die nächsten 3 Tage eine Erdbeerkuchen. Ja, also, es gibt schon, auch wenn jetzt, auf jeden Fall kommt jetzt jemand gleich vorbei, der einen abholt. Da ist schon mal ein Stück weg. Und dann gibt es bestimmt Abnehmer, die also wirklich gern ein Stück Erdbeerkuchen nehmen. Von der Verwandtschaft so ist leider keiner so im Stream, die alle nicht so weit weg wohnen würden, um auch dem Angebot nachzu. Alles, was wir vergessen, Leonie, das bringe ich da dann mit, oder? Ja, ja. Okay, jetzt lass. Also, Abwasch mache ich, ja? Ja, ja. Nein, lass kurz sein. Also, du musst mir dann noch eine. Also so ein angenehmer Stream wie heute, ich muss mich um nichts kümmern, um keine Hardware, um keine Software, um keinen Einkauf. Also, das muss ich irgendwie wieder gut machen, muss man noch was einfallen lassen. Doch, das mache ich. Irgendwas müssen wir machen, Leonie. So, aber was anderes, wie viel Ding kriegst du aus diesen Baguettes, wo du immer schneidest, von deinen Cannabis raus? Aus einem Baguette? Ja, 20, weil wir sollen 100 Cannabis machen. Für die Beate,
für die Kirche. Du musst 280 Gramm backen. Die, was wir haben, oder? Ah, okay. Julian backt da welche. Das, was wir haben für die Kinder, sind die 400, oder was? Nein, das sind 280. Ah, okay. Und machst du jetzt Butter drunter, oder? Mhm. Auch. Dann dein Salatblatt und dann... Wenn du musst halt schauen, dass du den Belag hast, den du schon vorher fertig machen kannst, ob du es draufklatschen musst. Also einmal haben wir was mit Thunfischpampe getan, also zweimal Fisch irgendwie. Ja, und Räucherlachs, genau. Und dann haben wir gemeint, irgendwie Salami, vielleicht ein Obatzen und irgendwie noch einen Schinken, irgendwie so vielleicht. Genau, 5x20. Genau, so haben wir es angedacht. Also, ja. Du kannst zum Beispiel auch... Also, unser erster Abholer. Du kennst auch die... sag schnell, beim Skifahren die... Ja, ich sag's dir gleich, die... Mensch, mir fällt's nicht ein. Denise, jetzt da. Kennst schon noch so eine große... Ja, vom Sehen kennst du ganz. Die war beim Skifahren auch dabei. Cannabis ist auch kein Sofa. In dem Fall ist Cannabis auch kein Sofa, oder? Ach so, Cannabis hat er geschrieben. Cannabis soll man lieber nicht nehmen. 100 Cannabis, genau. Ja, nicht Haschplatz haben. Ja, genau, das ist der nächste Stream. Ist das jetzt schon legalisiert? Weiß gar nicht, sind sie doch... Nein? Also, wenn es dann soweit ist, wir müssen eine Bürgerinitiative ergreifen, dass Hasch legalisiert wird, dann werden wir immer Hasch-Keks-Stream machen. So, vielleicht zu Weihnachten. Marihuana-Sorbe, meinte Leonie, wäre vielleicht eine tolle Sache noch. Rini Raxo, bist du halt gut drauf, schlecht sehen, schlecht hören, also Hörgerät brauchen wir auch noch, du. Nicht nur eine Brille, du. Ja. So, hat schon gerade geklingelt, die ersten Abholer. Ich möchte bestimmt aber unser leckeres Eis probieren. Ich weiß gar nicht, da unten haben wir es reingepackt. Denise ist gekommen, auch eine fleißige Zuschauerin, die gute Freundin von der Frau. Also basteln wir jetzt mal ein Eis. Hättest du deinen Sonntagabend auch anders vorgestellt, gell? Aber du hast dich gut geschlagen, finde ich, Leonie. Ja, doch. Du warst, für das, dass du mir angedeutet hast, dass du nichts sagst, war das doch sehr... Es freut mich, Reni Rax, dass du gern reinschaust. Ich finde dich eigentlich auch sympathisch. Vor allem die sich, ja, es geht eigentlich darum, dass überhaupt im Chat mal ein bisschen Diskussion so stattfindet. Hast du geklingelt gerade, oder was? Ja, wir erwarten Gäste. Magst du ein Eis? Hast du Hallo gesagt, ja? Magst du ein Eis? Wir haben im Stream Erdbeereis gemacht. Du musst nicht. Oh Mann. Also... Leonie hat da ein Geheimrezept. Yeah. Ja, ein Geheimrezept ausgepackt. Was machst du mit dem Fingerspinner? Du hast das geschenkt bekommen, oder? Ja. Denke ich mir doch, weil wo hast du? Was? Kann man da Tricks damit machen? Ja, das ist so schwer. Jetzt kommt der Abholer. Ah, jetzt habe ich mich vertan. Also jetzt ist der Sohn gekommen und jetzt kommt gerade irgendjemand der Kuchenabholer. Da, Oliver, pass auf, nimm den Löffel, dass er nicht wegfällt. So, also der Nächste, der kriegt auch bestimmt ein Eis. Ist das lecker. Gibt es immer im Austauschflasche Abwohl oder sowas? So, Denise, grüß dich. Du kennt ja Leonie, ich glaube vom Skifahren, ihr kennt euch, oder? Ja, so 3 oder 4 Tage, länger nicht. Du hast ja eine Tupperschachtel dabei beim Kuchen. Ach, und ich krieg kein Öl. Nein, du nicht. Denise, erstmal ein bisschen Erdbeereis. Gell, bitte. So. Ist es immer noch an? Ist doch nett. Nein, mach ich nicht. Na, aber euch sieht man nicht. Nein, ich mach nicht aus. Es ist doch einfach nett. Das ist der Abspann sozusagen jetzt. Genau, und jetzt kommen noch die Take-Outs. Die Take-Outs.
Ja, ich weiß schon, genau. Ja, genau. Genau. Die Best of nennt sich das. Best of, genau, kommt jetzt. Taking off, so, oder? Ich kann aber nicht meinen. Ihr habt heute Kuchen und Eis getut, oder? Ja, mittlerweile füllt sich die Küche, ja. Soll ich mal die meinen Vorschlag? Ich sollte mal heimlich die Kamera schwenken, wie du einen Rundumschwenk durch die Küche. Wenn du auf die Kamera schwenkst, ja, dann müssen wir aber vorher die Tür aushängen, oder du gehst einmal kurz rüber, oder? Ja, ist lecker. Man hat gerade Beine gesehen und fluchtartig haben sie die Küche verlassen. Du musst höher, 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 höher. Ein bisschen höher heben. Jetzt siehst du den Stift, ne? Da ist ein Stift unten. Der Stift muss einrasten. Ja, jetzt, genau. Und fluchtartig haben sie die Küche verlassen. Fluchtartig. Man hat nur noch Beine kurz gesehen. So, warum packt man das jetzt ein auf den Teller, oder? Magst du wirklich nichts mitnehmen, Leonie? Bitte nochmal. Erdbeerkuchen. Magst du einen Erdbeerkuchen, Oliver? Alles deins. Augen zu, dann siehst du, was deins ist. Genau, Rini, such was wert. Also an uns hat es nicht gelegen. Ja? Das nächste Mal werden wir die Damen im Vorfeld so abfüllen, dass sie es gar nicht mehr merken. Ja? Erdbeerkuchen? Ja? Da habe ich eine, schau. Hab schon eine für ihn. So, jetzt einen Erdbeerkuchen zum Mitnehmen. Eins, zwei, drei, vier. Nein, jetzt haben wir ausgemacht. Ja, die will aber ein größeres Stück. Da. Dann klappt es bestimmt mit der Kamera. So. Dann brauchen wir ein bisschen Aluminiumfolie. So, Denise, jetzt musst du langsam mal Transportbehältnisse zulegen. Also. Du weißt, es kostet gar nicht schnell genug. Ja, ja. Also könnt ihr heute Abend die Küche kalt lassen, jeder so ein Stück Erdbeerkuchen, dann seid ihr auch pappsatt, oder? Ist schon wieder so weit. Vielen Dank, Rini Rax, ja, finde ich auch. Ich drehe es mal noch mal ein bisschen in die Kamera, dass wir auch so den Anschnitt besser sehen. Ich hoffe, du bist nicht zu Fuß da, oder? Soll ich es noch kurz kalt stellen? Ja, das ist halt jetzt vier große Stücke. Ja, schau dir die Monster-Torte an, das ist ja, kriegst ja so. Ja, das ist das nächste da. Aber wir haben viel Biscuit dazwischen. Nicht so schlimm. Tisch stellen. Wie würde das Erdbeereis? Ja, Eis mag ich schon, ja. Eis und Obst ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes, oder? Ja, immer noch. Ja, natürlich. Ja, was ist mit deiner Mensch, die sind so lästige Damen? Also trinken. Das heißt, Prosecco. Mag die Leonie auch einen Spritz oder was? Die Kamera ist. Was? Leonie auch einen Aperol-Spritz. Nee, da. Da hast du jetzt einen Sekt, da hinten steht. Was brauchst du noch alles? Noch? Noch? Was, noch mehr Sekt dann, oder was? Nur Sekt brauchen wir dann. Ach, die Damen sind so anstrengend. Die Kamera ist da raus auf der rechten Seite. Ihr dürft einen Schritt näher treten, du echt. Weißt du, was ich mitmache? Ist die Kamera aus, du Mädchen? Kamera aus. Geeiste Erdbeerkuchen, zum Beispiel. Ein Glas Sekt, ja, genau. Wir trinken mal mit unseren Zuschauern noch ein Glas Sekt, du. Wir waren Golf spielen. Warst du so auf dem Golfplatz? Ja. Na, bei dem Golfplatz, wo wir sind, ist das so erwünscht. Da.
Es ist so einer, kannst gerne mit Jeans kommen, auch im Muskelshirt zur Not, also null elitär. Du kannst dir ausleihen, was du willst, es kostet alles nichts, ein Trolley, Schläger, Tragebäck. Ja, wenn die Bäume nicht wären, könntest du ihn sehen. Ja. Ich meine, hast du hier an dem Weiher geparkt? Ja, ja, da ist so ein, hast du einen kleinen Weiher gesehen? Wenn du rechts runter schaust, sieht man das von hier aus? Ja, also wenn du hier durch die Bäume schaust, wo dein Auto steht, da ist ein kleiner Weiher. Ein paar Meter zuvor geht so ein kleiner Kiesweg rein. Wenn du dahinter läufst, 10 Minuten bist du auf dem Golfplatz. Ja, 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 super, schöner geht's nochmal. Genau. Ja, also alles andere wäre ja doof, wie nicht jeden Tag zum... Paul, vielen Dank. Über die Kücheneier. Paul, tschüss, einen schönen Sonntag noch, einen guten Wochenstart. Vielen Dank fürs Reinschauen. Nein. So, jetzt beginnt die Küchenparty. Die sind immer die schönsten, die Küchenpartys, du. Ja. Weil die sind so Kameras. Schau, Leon, ich kann mir dir nichts Gutes tun. Magst du noch mal? Ich habe noch einen Kühlschrank. Nein, geht's. Nein, ehrlich. Ja. Gehst du zu dir, hab ihr... Geregeltes Leben, ja, ich weiß schon. Ja. Du, das ist Cola Light, Nicole. Ah, das kannst du mitnehmen, genau, das trinkt keiner bei uns, Leonie. Was? Ist Cola Light. Ah, nee. Ja. Ja. Dafür heben wir auf für den nächsten Stream, Leonie, oder? Was? Die Erdbeermarmelade? Nein, nicht die Erdbeermarmelade, die Cola. So, also. Ich trinke eigentlich auch keins mehr. Ah, das hast du gesagt, gell? Irgendwas war das da? Und was trinkst du dann jetzt zum Frühstück? Zu viel Süßstoff. Ja. Genau. Also, du hast ja leicht Sonnenbrand auf den Oberarmen. Nein, nur am Hals. Jetzt hast du es an den Oberarmen auch. Vielen Dank. Boah. Ja, dann trinkst du Tee jetzt zum Frühstück, oder was? Das Cola hast du jetzt aufgegeben zu trinken. Genau, irgendwas habe ich erzählt, hast erzählt gehabt, genau. Geh, dann tun wir nächstes Mal eine Kanne Tee her. Gar nichts zum Trinken. Ja. Komm, ich helfe dir nochmal schnell runtertragen. Komm, lass mir das Schwere, Lirni. Wo ist deine Thermobox? So, ich helfe mal meiner Assistentin mal schnell ihr Zeug wegtragen. Was quengelst denn so? Ich habe ein bisschen was in die Eismaschine, in die Spülmaschine gepackt. Ja. Das, was du nicht findest, ist gerade in der Eismaschine. Sehen. Ich trage schnell der Leonie was ins Auto. Wie gesagt, einen schönen Wochenstart. Danke fürs Reinschauen. Wann streame ich wieder? Freitag. Muss ich nicht arbeiten. Ich habe nicht keine Pfennigparade. Freitag 18 Uhr. Das kann schon sein. Auf jeden Fall bin ich aber 18 Uhr spätestens hier. Und Sonntag werden wir aber nicht streamen, weil da bin ich dann doch auf dem Golfplatz, auf dem Golfturnier. Woche drauf. Dafür schauen werden wir auf jeden Fall bei Samstag streamen oder unter der Woche. Schaut auf jeden Fall auf den Kanal rein, schaut auf Facebook. Gebt die Termine kurzfristig bekannt, wo es schlecht wettermäßig vielleicht auch sein kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich lasse noch ein bisschen laufen.
So, jetzt habe ich die Leonine verabschiedet, habe ihr noch geholfen, das Zeug ins Auto zu tragen. Ja, ich trinke jetzt mein Gläschen Sekt auch noch aus, räume ich die Küche auf und dann hoffe ich doch, dass die nächsten Tage schönes Wetter ist, dass ich weiterhin auf den Golfplatz komme. Wie gesagt, wenn jetzt irgendwie unter der Woche mal Regenwetter angesagt ist, da müsst ihr genau aufpassen, da kann es durchaus sein, dass ich an diesen Tagen dann streame. Ansonsten, wie gesagt, Freitag auf jeden Fall 18 Uhr, der Sonntagstream muss leider ausfallen. Werde ich aber irgendwie entweder, dass ich einen Samstag in dem Sinne nicht nachhole, sondern vorziehe oder vielleicht am Donnerstag dann irgendwas mache. Ja, danke mich nochmal für den Follow, für den Host. In diesem Sinne, macht's gut, danke fürs Reinschauen. Tschüss, Servus, bis nächste Mal. Danke.